Ihr habt lang genug gewartet, aber jetzt sind wir da. 40k Kings of the Hill, jetzt gibt's die Bars. Mach den Airbrush an und dann base die Figur. Pack die Würfel in den Sack und dann straight auf die Tour. Fahr nach Wertburg, Berlin, München oder Hamburg. Spellica, TTM, egal welcher Standort. Hauptsache zocken, je härter, desto besser. Battle Rap Tactics, jede Woche fresher. So, liebe 40k-Enthusiasten, es ist wieder Zeit fürs nächste Spiel, 40k. Wir spielen 10. Edition. Heute Astra Militarum gegen Deskart in diesem Gelände. Wir haben uns überlegt, hier so ein bisschen dschungellastig, sollte so ein Bergkampf vielleicht sein im Dschungel, wo es viel Gelände gibt und dort gibt es noch ein verschollenes Dorf. Und darauf, da bewegen sich die Astras hin, um das nochmal sich anzuschauen und werden dort von Deskart überrascht. Dann kommt es zum Match. Für diese Partie habe ich eine ganz besondere Person da. Ich habe den Alex hier aus der Nürnberger Community. Hi. Hi. Du führst die Deathguard an, ne? Ich führe die Deathguard heute an, genau. Ja, bist du schon ganz heiß aufs Spiel? Auf jeden Fall. Es macht bestimmt Spaß, auch gegen die Astras zu spielen. Das ist mal auf einem Niveau. Ja, genau, von einem ähnlichen Niveau. Nee, wir haben uns passen. Wir haben uns ganz spezielle Armeen ausgedacht und ich würde sagen, dann gehen wir doch gleich mal rein. Genau, gehen wir in die Armeevorstellung. So, Deathguard haben wir hier. Dann erzähl uns doch mal, was hast du denn dabei? Genau, also erstmal Deathguard an sich hat sich zur 9. von der Armee-Regel nicht wirklich was geändert. Alle meine Modelle haben eine Contagion-Aura. Die erweitert sich von Runde zu Runde. Erste Runde 3 Zoll, zweite Runde 6 Zoll, dritte Runde 9 Zoll und dabei bleibt's. Und das zweite, die Detachment-Regel, ist, dass ich Sticky Objectives habe. Also am Anfang meiner Command-Phase stehe ich drauf und dann habe ich einen Infected Objective Marker. Egal wer, oder? Egal wer. Deathguard okay. Unit. Okay. Wenn mal ein Infected Marker ist, dann habe ich auch besondere Stratagems, die dann nochmal triggern. Aber das ist jetzt nicht ganz so cool. Was habe ich dabei? Ich habe angeführt wurde die Armee von Mortarion. Der ist eigentlich relativ cool. Der hat in 6 Zoll eine Aura, wo ich praktisch jegliche Modifier auf meine Charakteristik, meine Tests, meine Rolls habe. Und am Anfang der Schlachtrunde kann ich jeweils einen Buff wählen. Entweder ich kriege Cover in 6 Zoll um ihn rum, 1er Wound Reroll in 6 Zoll um ihn rum oder seine Contagion Aura wird um 3 Zoll erweitert. Was macht Contagion? Toughness um 1 Zoll? Toughness-Reduzierung. Minus okay. 1 Toughness. Genau, das ist Mortarion. Dann habe ich Typhus dabei. Typhus könnte sich einem Poxwalker-Trupp anschließen oder einem Deathshroud-Trupp. Der hat eine ganz gute Zauberattacke. Heißt, in 18 Zoll kann ich eine Einheit wählen und dann kriegt sie auf die 2 plus W6 Mortals und auf die, wenn ich eine 6 würfel, W3 plus 3 Mortals. Im Nahkampf, oder? In Shooting. In Shooting. Genau. Nice. Dann habe ich einen Lord of Violence dabei. Oh, den sieht man auch nicht so oft, ne? Genau, aber man wird ihn wahrscheinlich öfter jetzt sehen, weil er einen ganz guten Buff hat. Wenn er eine Einheit zieht, kriegen alle meine Blast Weapons plus 1 zu Hit und Ignore Cover. Das ist ganz gut kombiniert mit den Plague Burst Crawlern. Und des Weiteren, wenn er sich einem Trupp angeschlossen hat, hat der ganze Trupp im Fernkampf Wound Reroll. Okay. Genau, dann habe ich einen Blade Caster dabei. Der hat eine ganz gute Zauberattacke, die ein bisschen Schaden macht. Und des Weiteren kann er im Shooting eine Einheit benennen, die dann minus 1 to Wound kriegt im Melee. Okay. Genau, und des Weiteren, wenn er mal mit seiner Psi-Attacke trifft, hat die Einheit minus 2 Movement, minus 2 auf Advance, minus 2 auf Charge. Genau, das sind meine Charaktere. Dann habe ich einmal 20 Poxwalker dabei. Die haben jetzt ein 5er Feel No Pain wieder. Genau, dann habe ich einmal 10 Kultisten dabei. Die haben einen Scout-Move von 6 Zoll. Cool. Dann habe ich zweimal Deathshroud dabei. Wenn sie da einen Charakter anschließt, haben die minus 1 to wound, wenn die Stärke ihre Toughness übertrifft, mit der sie beschossen werden. So ein leichtes Transhuman. Sehr, ne? So ein leichtes Transhuman, genau. Dann habe ich einen einzelnen Hauler dabei, der hat praktisch Tank Hunter, dass der gegen Fahrzeuge plus 1 to wound kriegt. Ja. Sonst hat er zwei Melter dabei, einen Raketenwerfer. Genau. Dann ein Rhino mit Havoc Launcher, Kombi Weapon und Plague Bolter. Und dann habe ich einen Predator dabei mit dreimal Lasker. Einmal die große mit 14 Stärke und zwei kleine mit 12 Stärke. Und genau. Die große ist Twinlink. Genau, zwei Plague Burst Crawler mit Entropy. Der hat jetzt nur noch 24 Zoll, minus 3, W6 plus 1 Schaden. Mit wie viel Stärke? 10. Stärke 10. Genau, aber praktisch die ganzen Plague Weapons haben jetzt Lethal Hits. Okay. Also auf die 6 ins Auto wunden. Ja, das ist eine gute Mechanik. Genau. Und
Die Mörser oben drauf? Die haben jetzt Stärke 8-1 für 2. Genau, indirekt Blast. Und W6 plus 3 Schuss sind es. Genau, und da habe ich noch einmal Nörglings dabei. Rein alliiert. Genau. Aus dem Warp. Genau. Ja. Und das sind 2000 Punkte. Und das sind 2000 Punkte Defka. Genau. So, Astra Militarum. Ich dachte mir, ein bisschen spezifisch zu dieser Map, habe ich mir überlegt, wenn man jetzt mit Astra in so einen Dschungel reinfährt oder in diesen Bergkamm, dass da Artillerie vielleicht nicht so geil ist. Deswegen habe ich heute komplett drauf verzichtet. Ich habe mir wirklich so eine Vorstoßkompanie ausgedacht. Die besteht jetzt hier, fangen wir mit den Fahrzeugen an, aus 2 Hellhounds mit Flamern. Die machen das ganze Laubwerk weg und kümmern sich ums Kleinzeug. Also die haben 2W6 Schuss, Stärke 6-2-1 Flamer vorne dran und dann noch jeweils einen Multimelter. Dann nochmal einen Transporter, eine Chimäre, die hat auch nochmal einen Flamer. Das ist sozusagen der Vorstoß, der gepanzerte Vorstoß. Dann als Backup haben wir hier eine kleine Panzerkompanie, bestehend aus einem Tank Commander mit der Demolisher Cannon. Der hat 3 Flamer vorne dran. Seine Sonderregel ist einfach, dass wenn er stirbt, darf er auf einer 2+ noch einmal komplett schießen mit vollem Profil. Und 2 Battle Tanks kamen noch dazu. Die haben dann jeweils eine Laserkanone vorne dran und 2 Heavy Bolter. Und halt, wie gesagt, die Battle Cannon. Deren Sonderregel ist, dass die 1er Hit-Rerolls wiederholen dürfen und wenn ein Gegner auf dem Marker steht, den ich nicht kontrolliere, sogar volle Hit-Rerolls, wenn sie drauf schießen. Und dann das ganz schwere Gerät ist dann ein Rogel Dornpanzer mit seiner fetten Oppressor Cannon, die Coaxial Cannon, Pulverizer Cannon, 3 Stubbers sind dran und nochmal 2 Multimelter. Also der bringt einiges an Waffen mit. Das Fahrzeug hat Toughness 12 mit 18 Lebenspunkt und als Sonderregel hat es, dass es einmal einen Schaden auf 0 drehen darf. Das heißt, das macht das auch relativ stabil. Freue mich, den jetzt mal in Action hier zu sehen. Dann die ganze Infanterie dabei ist. Die Armee besteht aus 2 20er Infanterietruppen, die Fahrzeuge dann begleiten werden und einen weiteren 10er Trupp, wo sich ein Platoon Command Squad angeschlossen hat. Hier ist auch mein Warlord, das ist der Platoon Commander, der das Ganze anführt. Na, wo bist du da? Der hat eine Powerfist und eine Laserpistole dabei und er hat ein Enhancement, Grand Strategist, das erlaubt ihm einen zusätzlichen Befehl zu geben. Das heißt, er gibt insgesamt 2 Infanteriebefehle raus, also Regimentbefehle. Und weil der Trupp einen Voxcaster dabei hat, darf er die auf 24 Zoll hinaus geben. Und das bedeutet, dass er halt wahrscheinlich die beiden Truppen hier, die sonst halt befehllos wären, Befehle zuschreien wird über das Vox. Dann haben wir 2x Rattlings, die mit ihren Snipergewehren, die haben als Sonderregel, dass sie bewegen dürfen, danach schießen und sich nochmal bewegen. Ist ganz cool. Und ich dachte auch thematisch passen Scouts ganz gut rein in diese Liste. Dann für das schwere Gerät habe ich hier noch einmal 3 Bullgrins. Die tragen das ganze schwere Gepäck und helfen auch nochmal ein bisschen hier den Command Squad zu unterstützen, falls irgendetwas Gefährliches in die Nähe kommt. Und zu guter Letzt, das ist der Trupp, der in dem Fahrzeug sitzt. Schwere Infanterie, einmal Kasakins. Die Kasakins haben, glaube ich, einen Scout-Move und wenn sie da drin sitzen, sind sie halt entsprechend ein bisschen schneller. Und die andere Sonderregel missfällt mir gerade, aber das finden wir später heraus. Und das sind 2000 Punkte. On the nose, Astra Militarum. So, Menschen. Also, was haben wir gemacht? Wir spielen diese Aufstellungszone, haben einen Amboss. Wir haben die Vox-Störungen, weil es in dem Bergkamm einfach schlecht ist, da irgendwelche Vox-Signale zu empfangen. Bedeutet, CP-Rerolls kosten 2 Command Points. Und wir haben die Primärmission Einnehmen und Halten, also gerade das Dorf, ne, beschlossen zu spielen. Da gibt es einfach 5 Punkte pro Missionszielmarker, den man hält, bis zu 15 pro Zug. Und der Spieler in der 5. Runde, der den Nachzug hat, scoret halt am Ende. Die Aufstellung. Nochmal ganz kurz das Gelände, genau. Wir haben gesagt, dass alle Pflanzen rein der Deko dienen. Bedeutet, wenn die im Weg stehen oder wenn die Line of Sight irgendwie behindern, dann gelten die einfach nicht. Man kann sie jederzeit wegstellen. Diese Geländezonen, die hier, das hier, das Ding, da hinten und so weiter, die gelten als Light Cover, wenn du drin stehst.
Dieses hier speziell spielen wir sogar als Ruine. Es gibt aber für Fahrzeuge die Möglichkeit, hier durchzufahren, weil dieser Teil hier unter 2 Zoll ist und der hier genauso. Und der Rest sind halt einfach wie Wände. Der Rest, ja, man kann auf die Steine drauf, wie man hier anhand der Scouts ganz gut sehen kann. Sonst gibt es, glaube ich, nichts zu sagen. Gell? Ah, nein, das Dorf hier noch. Am Dorf, da haben wir uns eine eigene Regel ausgedacht, und zwar folgendes. Die Holzzäune sind obscuring. Altes Obscuring, man kann nicht durchschauen, egal wie hoch. Aber sobald man einmal da über dieses Geländestück durchgeht, und das darf wirklich jeder, wenn man jetzt durch dieses Geländestück durchgeht, dann ist der Zaun danach kaputt und der wird entfernt und dann gibt es Sicht. Das heißt, der Spieler, der sich entscheidet, da durchzulaufen, vernichtet das Geländestück. Fanden wir eigentlich ganz lustig. Das führt dann auch zu der Situation, wenn der jetzt da gleich anfangen sollte mit seinem Flamer, fährt vor und könnte auf die rösten. In dem Fall geht es halt nicht. In dem Fall erst, wenn die anderen durch den Zaun brechen. Gut, dann kommen wir zur Aufstellung. Schauen wir doch erstmal kurz die Death Guard an. Was haben die gemacht? Hier führt Typhus seine Zombie-Horde an, die scheinbar hier auf den Mittelmarker wollen. Und da haben wir noch das Rhino. Was ist da drin? Da sitzen meine Plague Marines drin. Die haben auch in der Aufstellung vergessen, mit noch dem Playcaster angeschlossen. 7 Plague Marines, hoffe ich, ja? Ja, 7, genau. Natürlich. Das ist die neue Truppgröße per Upgrade. Ja, voll geil. Also 7 Plague Marines, sehr gut. Die Kultisten mit ihrem Scout-Move haben sich dahingestellt. Die können sich dann verziehen oder nach vorne, je nachdem, wie der Roller verläuft, genau. Oder? Der Predator, der lauert da hinten, der wartet auf seine Chancen. Er hätte die Möglichkeit, hier rüber zu fahren. Grundsätzlich haben wir das Gelände ja so gestaltet, dass man überall durchfahren kann und da rüber schießen. Oder er zieht hier rüber und genau, hat da einen ganz guten Blickwinkel. Er kriegt hier den Winkel auf den Mittelmarker, er kriegt hier den Winkel auf die Chimäre. Das genau. Passt. Aufpassen, diese Dinger, so klein sie halt auch sind, die werden dann obscuring. Ne? Ja. Also wie dann so diese Bases. Dann Mortarion versteckt sich da hinten. Da haben wir gesagt, egal was dann kommt, den kann man hier nicht sehen. Normal ist es aber auch, glaube ich, so. Der Hügel ist dann Mortarion-proof. Genau. Seine zwei Blackbird-Crawler, die kriegen keine Modifications innerhalb 6 Zoll. Das heißt, wenn sie dann mit ihrer Artillerie schießen, ist das nicht... es einfach auf die 3 weiterhin. Das genau, ist das ist dann deutlich besser. Und der Junge hier, der will sich scheinbar durch dieses steile Gelände hier durchcrawlen und mal gucken, was er da für Opfer findet, oder? Genau. Astra Militarum, so sieht die Aufstellung aus. Eine Chimäre, da sind die Kasokins drin, mit dem Scout-Move. Die sitzen hier, möchten halt auch nach vorne pushen, werden nochmal unterstützt durch 20 Mann Infanterie. Zwei Panzer fahren hier durch diese Alleyway, haben dann die Möglichkeit, hier was zu sehen oder in der Richtung etwas zu sehen. Der Command Squad steht hier unten auf dem Marker und kann 24 Zoll Befehle geben. Der ist halt ganz gut sichtgeschützt. Auf der Seite, nee, da vorne, ein Trupp Gardisten, die nach vorne pushen wollen. Hier auf der Seite sieht man dann noch eine Chimäre, einen Hellhound, der dann im Prinzip auch noch nach vorne kann. Der zweite Hellhound steht hier, selbes Prinzip. Ich bin aktuell noch sichtgeschützt, bis ich entscheide, da durchzubrettern. Ist ja ganz ansehnlich, da was zu machen. Und hier haben wir noch den Lehman Russ und die Bullgrins, die im Prinzip auch über die Flanke kommen. Zu guter Letzt, die Rattlings, die haben wir einmal hier. Mit ihrer Mechanik können sie hoch, schießen und wieder runter. Und da hinten hat sich auch noch mal ein Trupp versteckt, der hier sich hinter den Felsen verkauert, kann aber dann auf die erhöhte Position drauf und von hier überblicken sie das Schlachtfeld. Sehr schön. Ah ja, den ganz dicken haben wir natürlich auch noch vergessen. Der hält sich mal hier ein bisschen noch in Reserve, ist ebenfalls sichtgeschützt, zumindest der Intent hier, und hat halt die Möglichkeit, nach links oder nach rechts zu gehen, um dann eventuell dann hier einen Blickwinkel aufs Schlachtfeld zu ziehen. Und dann ist, glaube ich, alles gesagt und wir können uns zum Roll-Off begeben, oder? Erstmal gutes Spiel. Auch ein gutes Spiel. So, grün hier, Astra. Für die 6. Aha. 6. Dann machen wir weiter. Für die 2. Der zählt nicht. Für die 2. Okay. Dann die 2. 5. Okay. Death Guard beginnt. Runde Nummer 1. Runde Nummer 1 der Death Guard. Mortys Gier ist grenzenlos, denn er befiehlt seinen Leuten, gleich in der ersten Runde hinter feindlichen Linien zu sein. Die zucken nur mit den Achseln und denken sich, ja, wie soll ich ihn das anstellen? Die langsamste Armee in der ersten Runde gleich vorne zu sein. Also ja. Und das zweite Ziel, ein reizvolles Ziel, wurde ausgesprochen. Das war das hier gleich in der Mitte.
Und da bietet sich das Rhino hin, um das sich gleich zu holen. Also das sind schon mal zwei Save, das sind schon mal Save 5 Punkte. Jawohl. Hinter feindlichen Linien ist in der Runde nichts. Dann erzähl mal, Alex, was hast du dir so bei gedacht bei deiner Bewegung? Also ich habe hier das Rhino gehabt. Ich habe die Plague Marines aussteigen lassen, weil sie hier safe sind. Können nicht beschossen werden. Fenster sind ja zu. Die haben dann gleich Reichweite auf den Marker. Können dann auch dahinter den halten, soweit, oder? Genau, dahinter genau. Kann man halten, auf beiden Ruinen. Das ist dann auch der Plan mit denen und dann musst du kommen. Astra will eigentlich nicht so gerne, glaube ich, in Nahkampf kommen. Ich habe hier eine 6 im Advance gewürfelt, heißt, ich konnte die hier alle schön verstecken, dass dieser Hellhound mich zumindest nicht sehen kann. Der Hellhound wird mich wahrscheinlich sehen und flamen können, wenn er will, das halte ich aber einfach aus. Genau, die Kultisten haben ihren Pre-Game-Move gemacht nach vorne, machen nochmal einen Pre-Game-Move nach vorne, haben den Charge jetzt auf die Redlings. Also Scout-Move und jetzt eine normale Bewegung und dann haben sie, was weiß ich, 7er Charge oder sowas. Ja, muss man 6 oder 7er Charge sein. Genau, die können nochmal duckern auf die Jungs da vorne. Jawohl. Genau, hier habe ich mich beim Predator entschieden, ihn genau da zu lassen, wo er ist, weil er könnte jetzt 3 Schuss auf den Hellhound feuern, danach kommen 3 Panzer auf ihn zurück und ich glaube, das ist kein guter Tausch, wenn er dann gleich explodiert. Naja, also die Überlegung ist wirklich, erst wenn Morty rauskommt, sich die Panzer hier zeigen, genau, dass er auch rauskommt, dann gibt es die Zielüberlastung, aber ansonsten hätte ich wirklich ein tempting Target. Ja. Genau, hier ist Morty mit seinen 2 Panzern stehen geblieben, er gibt praktisch ich habe 1er Wound Reroll bei Morty angemacht. Okay. Seine Aura gibt er mit 1er Wound Reroll und Ignore All Modifier, damit können die indirekt ganz gut treffen. Er ist hier einfach ein Schluck nach vorne, damit er praktisch hier keine Sichtlinie entstehen kann. Er kommt hier nicht direkt ins Gelände rein, er kommt mit dem Kaskaren nicht direkt ins Gelände rein. Also er muss hier den ersten Move dann nochmal machen. Ja, ich habe mir überlegt, ich hätte vielleicht hier Tempting Target, um dich da drauf zu zwingen. Ja, genau. Genau, und dann hätte ich nämlich ein bisschen was zum Drauflöten gehabt. Genau, und dann gehen wir eigentlich schon in die Schussphase. Gut, wo möchtest du schießen? Ich möchte schießen und zwar mit dem in die... Ja, dann schießen wir. Fangen wir mal ganz normal an. Es ist ein Granatwerfer dabei und sonst sind es ganz normale Firearms. Jawohl. Ich bin, glaube ich, nicht ein Rapid Fire. Definitiv nicht, denke ich. Nee, bin ich nicht. Aber alle sehen. Ah, nee, die stehen hinter Obscreen natürlich. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Nichts Besonderes. Nur, dass wir es gemacht haben. Auf die 4. Auf die 4. Nix. Haben sie es gemacht. Rhino is advanced. Rhino's Advance kann nicht schießen, dann kommen wir jetzt schon zu denen. Und die schießen, der erste schießt tatsächlich mal seinen Mercer in die rein. Wie fies, die haben Stealth und du würdest indirekt schießen, aber... Genau, aber es interessiert mich nicht. Wie viel Schuss? Aber nur 4 Schuss, also W6 plus 3. Auf die 3 aber. Ja, genau. Oh ja. Auf die 2, darf ich aber wiederholen durch Morty. Einmal minus 1. Minus 1, da müsste ich jetzt nochmal gucken, was die genau haben, aber ich würfle einfach mal eine 1. Die 1 wird es nicht sein. Reicht definitiv nicht. Dann verlässt uns einer. Genau, und dann... Macht der zweite wahrscheinlich dasselbe, oder? Der zweite macht dasselbe, ja. Schuss, ja. Genau, souverän. Yeah. Auf die 3, ja, genau. Die Waffen sind noch nicht warm, ja. Einmal noch. Einmal, safe, 1 wieder nicht, dann brauche ich auch nicht nachschauen. Genau, und Battleshock musste machen, 2-mal sogar. Für jedes Mal muss man Battleshock machen. Muss man Battleshock machen. Gibt es keine Regel, die sagt Battleshock nur einmal. Muss ich ja irgendwie Battleshock. 8, das sieht gut aus. Und das sieht irgendwie auch gut aus. Ja, 7 weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Aber oder war das die 5? Nee, sowas. Sowas? Das schauen wir mal nach. Bin mir nicht sicher. Gut, das war die erste Runde. Ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt keine Marker. Das spielt keine Rolle. Das ist halt die Regel. Genau. Okay. Geht ums Prinzip. Dann machen wir hier noch einen Charge. Oh ja. Ich würfel mal. Ja, die ist es auf jeden Fall. Das könnte reichen. Die sind hier rein. Ich habe es so gestellt, dass alle die basen können basen. Die beiden müssen dann können nicht mehr basen, müssen damit näher nur zur Einheit und sind jetzt so auch noch in Range vom Objective und 2 stehen hinter der Wand. Genau. Falls aus irgendeinem Grund sie nicht komplett gelöscht werden. Wir haben sie jetzt oben hingestellt, damit es einfacher ist, mit den Modellen in der Hand zu haben, als da unten im Geländestück drin. Die stehen natürlich aber alle unten im Erdgeschoss. Dann zeig mal, jeder Kultist hat 2 Attacken. Genau, sind 8 Stück. Die 2 nicht. Die 2 nicht, genau, sind 16 Attacken. 16 Attacken. Gehen wir mal hier rüber auf die andere Seite. Redlings kann man wirklich gut töten. 6er Rüste haben wir gerade nachgeschaut und 2er Toughness. Das sollten sogar Kultisten hinkriegen. Treffen auf die 4.
nicht. Und auf die 3. 3. Ja, so aber nicht. So aber nicht. Das waren jetzt einige Zweien. Kein Durchschlag. Kein Durchschlag. Habe ich eine 6er Hose. Und schaffe aber keinen. Sterben 3 Rattlings. Jawohl. Dann schlage ich mit 2 zurück. Weiß ich gar nicht, aber ich würfle mal. 6, so 4 sieht auch gut aus. 4 sieht auch gut aus, ja. Dann müssen wir uns ganz kurz hier noch schnell beraten. Melee Weapons haben sie eine Attacke, treffen auf die 5, also nur ein Treffer, Stärke 2, 0, 1. Also ich wundere auf die 5. Nein, es reicht nicht für einen Kultisten. Also. So, Astra Militarum, Runde Nummer 1. Die Ziele wurden ausgesprochen. Ebenfalls ein reizvolles Ziel. Und das reizvolle Ziel befindet sich bereits hier im Dorf, wo wir hinwollen. Ich bin mit dem Hellhound nach vorne advanced, um im Prinzip hier den Marker halten zu können, wenn die Jungs hier tot sind. Achso, mit dem muss ich noch aus dem Nahkampf raus, ne? Muss ich gleich mal würfeln. Genau. Und das zweite Ziel, Niemandsland sichern. Ich muss 2 Marker im No Man's Land halten für 5 Punkte. Und das haben wir hingekriegt, also hier zur Bewegung. Die Gardisten sind vorgegangen, die haben einen Befehl bekommen für 3 Zoll mehr Bewegung. Und dann sind sie zögerlich mit einem Zoll zusätzlich noch advanced, schaffen es aber auf den Marker. Zusätzlich hält die Chimäre diesen Marker, die da hinten nicht schießen kann, also keine Reichweite. Die Jungs hier in der Mitte haben 3 Zoll extra Movement bekommen, haben sich mit 9 Zoll auf den Marker bewegt, verstecken sich da teilweise hinter dem Gelände und wollen jetzt dann mal dieses Rhino hier aus dem Leben pusten. Da dieses Ding hier obscuring ist, gibt es wirklich keine Winkel, um auf die zu schießen, bis auf den Panzer hier, der dann nach hinten dann einen Winkel hat und die da hinten sehen kann. Und zu guter Letzt, Rhino wird das selbst wird das ernannte Opfer sein. Also ich kann die Jungs hier kaputt schießen, möchte die aber gerne mit den Bullgrins natürlich noch chargen. Und die Panzer schauen alle auf das Rhino. Und dann geht es dann auch gleich in die Schussphase. So, Astra hat geschossen, weil es viel Kleingerödel war, haben wir das jetzt mal nicht auf die Kamera genommen. Die Scouts sind rauf, haben auf den Panzer dann geschossen, haben ihn auch tatsächlich zweimal verwundet, aber der hat einfach weggesaved, der Lump. Hier haben die Jungs drauf geschossen und der Panzer, und am Ende hat sie Demolisher kennengemacht, hat das Rhino rausgenommen, dieses ist explodiert, hat dem 3 Lebenspunkte abgezogen und einen Infanteristen verbrannt. Und dann zu guter Letzt waren noch die Kultisten hier in der Hütte, durch gemeinschaftliches Feuerwerk von ihm und dem Flamer da vorne sind dann die Kultisten gestorben. Die waren battleshocked, haben einen Desperate Breakout machen müssen und haben dabei einen Mann verloren, der andere steht hier unten. Und das war's dann. Dann schauen wir noch kurz bei den Punkten vorbei. Wir haben hier, wir halten dieses Tempting Target, wir halten mindestens 2 im No Man's Land, also gehen wir mit 10 Punkten aus der Runde raus und damit ist der Punktestand aktuell 10-5 für Astra Militarum. So, Mortys Befehle. Sichert das Niemandsland. 2 Marker im No Man's Land halten und gezielte Tötung. Er möchte einen Charakter tot sehen. Gerade der hier, der gerade das Rhino weggepustet hat, soll jetzt leiden. Ob das klappt, ist eine andere Sache, ne? Was hast du gemacht, Alex? Ja, das habe ich gemacht. Ich bin mit Morty mit dem ganzen Block vor. Dass ich hier Ziele habe, die zu vernichten. Also gezielte Tötung werde ich nicht machen. Ich sehe da zu wenig. Er ist ziemlich tough. Ich habe nicht so guten Beschuss. Das kriege ich nicht hin. Also ich konzentriere mich jetzt auf mein zweites Target, dass ich den hier habe und den hier. Den habe ich jetzt schon dadurch, dass ich die Poxwalker bewegt habe, habe ich den schon. Typhus sieht da, kann dann mit seiner Fähigkeit wahrscheinlich ein paar Guardsmen grillen und es kommen ein paar Poxwalker zurück. Meine Plague Marines sind hier vormarschiert und haben im Abwehrfeuer gleich mal 3 verloren. Genau. Durch den Hellhound. Genau. Der Predator ist hierher gefahren, um sich um den Hellhound zu kümmern. Ich bin zwar nicht ganz glücklich, aber das ist, glaube ich, die einzigste Möglichkeit, hier was zu machen. Weil sonst fährt er hier vor und flamert hier rein. Okay. Auf der Seite ist mein Hauler ist hier vorgefahren, dass er die Chimäre meltern kann. Theoretisch vielleicht sein Blastschuss da rein, nochmal chargen da rein. Die Deathshot ist hier geschockt, dass sie auch flamern kann, dass er hier mit den Mortar wahrscheinlich verstärkt, weil ich hier ein bisschen... Das ist mit dem Lord of Virulence. Lord of Virulence, genau, dass ich hier +1 to hit kriege und kein Cover, dass das vielleicht funktioniert. Und dass sie halt dann theoretisch auch noch einen neuen Charge auf die haben. Die Nörklinge bleiben in der Reserve. Die Nörklinge und nochmal Deathshot bleiben in der Reserve.
Alles klar, gut. Genau, und jetzt wird geschossen. Wo möchtest du loslegen? Der Predator auf die? Der Predator. Weil also der da steht zwar Laubwerk im Weg, aber wir haben ja gesagt, das behindert die Sicht nicht. Das heißt, ja, wenn der jetzt schießt, genau, dreht er nochmal um. Sieht ein bisschen hübsch aus. Genau, so. Der stellt sich hier so raus und der sieht dann den Hellhound dahinter, ohne dass ein Geländestück dazwischen ist. Ja. Mit was fängst du an? Mit Tülling, mit der starken Knarre. Mit der starken Knarre. Trifft. Trifft. Rein. Passt. Minus 3. Minus 3. Überraschenderweise hat ein Hellhound einen 2er Rüster, also haben wir immer noch einen 5er. Aber das ist nichts. Wie 6 plus 1, gell? Für 6. Aua. Für 7. 7 Schaden. Dann hat er noch 4. 2 Laserkanonen hinterher. Alter. Trifft beides. Auf die 3. Eine Wunde. Der ist nicht twinlinked. Ein CP. Ein CP, okay. Ja, zweimal. Also 2 Wunden. Minus 3. Minus 3, ja. Minus 3, ja, doppelt 5. Holy moly, er stört auch mit 4. Jawohl. Hat er noch 4, okay. So, wo geht's weiter? Traurig. Das ist traurig. Typhus macht seine Fähigkeit auf die. Okay, was ist seine Fähigkeit? Auf die 2 plus kriegen sie W6 Mortals, wenn ich eine 6 würfe, 3 plus W3, wenn ich eine 1 würfe, kriegt er D3 Mortals. Okay. Ja, D6 für 6 Tote. 6 Mortal Wounds. Und es kommen mit vor allem auch 6 Poxys wieder, das ist ganz cool. Ich habe doch noch gar keine getötet, oder? Doch, ich habe 6 getötet. Ja, meine Güte. Okay, ja, das haut ja ganz gut rein. Also, dass er für seine Jungs da sich da Leute dazu holen kann, das ist schon spannend. 3, 4... 5, 6 Gardisten werden weggesmited. Bleiben wir hier drauf, genau. Dann ist jetzt so die Frage, was machen wir? Der steht dahinter. Machen wir erstmal den Hauler weiter. Ja, der Hauler schießt jetzt auf. Der schießt, der schießt seinen Blastschuss da rein. Ja. Und schießt er sein Multimelter. Nee, ja, wir fangen hier mal an. Zwei Flamer da rein. Zwei Flamer da rein? Okay. Genau, also der Chef hat 2 Flamer und der andere hat Twinlink. Die anderen sehen nichts, weil sie dahinter. Aber er gibt eh vollen Reroll. Aber ihr habt die 4 plus. Okay, erstmal der Chef, weil der hat einen anderen für 3. Auf die 2 plus, weil Anti-Infanterie 2 plus. Minus? 3 mal minus 1, Ignore Cover. 3 mal minus 1, dann haben die noch einen 6er. Sterben 3 Stück. Genau. So, dann 2 mal der Flamer vom Chef für 7. Anti-Infanterie 4 plus. Ja, aber Full Reroll durch den Lord of Violence. 4 mal Ignore Cover, aber kein Durchschlag. Das hat keinen Stärkewert? Doch, 3. Okay, aber dann, genau, ja, genau, deswegen. Kein Ignore Cover? Kein, doch, Ignore Cover. Ignore Cover. Minus? Ja. Nix. 5er. Dann sterben nochmal 3, dann sind 6 Gardisten tot. Ja. Ich habe die 6 Toten von vorne gepullt, einfach, dass der Charge für die da hinten länger wird, weil die haben doch das Potenzial, da aufzuräumen. Das heißt, hier ist jetzt wirklich ein Gamble, dass der jetzt nicht stirbt, wenn der da drauf schießen sollte. Dann wäre der Marker umkämpft. So, dann, wir schießen hier. Ja, die schießen da rein. Okay. Genau, ich overcharge den Zauberer. Dann hat er W6 plus 3 für 9. Dann Stärke 6 auf die 2. Muss ich kurz gucken. Muss zu passen. Und 1 Reroll durch Morty. 9 mal minus 2 für 1. 9 mal minus 2. Ich habe noch Cover, also ein 6er. Dann schaffe ich 2 Stück. Dann sind das noch 7, die sterben. Jawohl. Dann einmal Plasma Overcharge und Rapid Fire. Nix. Und ein Flamer geht in den Panzer, weil der nichts sieht. 2 auf die 6, nix. Morty, nix. Genau. Morty? Durch Morty 1 Reroll. Achso, ich dachte, das war der Morty-Schuss. Ja, nee, Morty. Das ging schnell, unspektakulär und war ziemlich langweilig, ja. Stellen wir den hier weg. Nee, warte mal, der steht noch auf dem Marker. Aber der macht den Charge kürzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, der steht auch noch auf dem Marker. Also, ja. 7.
Charge, 7er Charge, oder? Muss man dann nochmal genau messen. Die Was Jungs sterben schnell, ja. Ist ziemlich knapp. So, dann haben sie die drin. Genau, die sind ja advanced, aber der kann trotzdem schießen können. Dann ist Morty. Jetzt schießen wir erstmal einen Panzer. Ja. Wir schießen mal den Panzer da rein, also seine Entropie. Jawohl. Sein Heavy Slugger geht da rein. Okay. Und sein Mörser geht da drüben rein. In den Trupp? In den Trupp, ja. Okay. Gut. Dann machen wir erstmal Entropie-Kanone auf die 3. Beide. Stärke 10. Treffen ist 10? Nein, 9, weil du in Contagion bist. Oh. Auf die 3. Ist jetzt schon 6 Zoll, oder? Jetzt 6 Zoll, genau. Zweimal minus 3. Minus 3 wird minus 2, weil ich im Cover stehe. Genau. Das heißt, das ist ein 4er. Kanner. Kanner. Die kleinen Schuss in die Infanterie. Dreien. Dreien. Eins Reload of Morty. Dreimal minus nichts. Habe ich ein Cover. Dreimal minus nichts. Habe ich ein 4er. Sterben 2 Stück. Dann nehmen wir so einen Chef und den hier. Jawohl. Okay, dann der Mortar in die anderen Jungs rein. 4, 7 plus wie viel sind es noch? 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 14, also 2-mal Blast. Genau, dann habe ich jetzt erstmal 7 und nochmal 2-mal Blast. Treffe jetzt auf die 2, weil er die sieht und ich den negativen Modifier ignoriere durch Morty. Aber wieso dann 2? Der gibt dann plus 1 zu Hit, wenn der plus 1 zu Hit auf indirekt und ignore Cover. Cool. Macht aber nichts, wenn man 3 Einsen würfelt. Und auf die 2. Passt. Und dann haben wir 6 mal minus 1 Ignore Cover. 6er Safe. Dann sterben nochmal 6 Stück. Dann haben wir jetzt ihn hier. Er schießt alles auf die Chimäre. Und sein Sprayer, da schießt er auf die Jungs. Multimelter auf die 3. Beide. Jetzt auf die 5. Nein, auf die 2. Du stehst in. Du hast Toughness 9, oder? 10. Alles sind nicht mehrere, 9. Ja, jetzt stehst du in Contagion. 8 plus 1 zu Hit auf die 2. Plus 1 zu Wund. Wund auf die 2. Woher kommt das plus 1 zu Wund? Tankhunter. Ich habe meinen Command von dir schon erledigt. Passt. 2 mal minus 4. Habe ich einen 6, aber in Cover stehe. Nein. Oh oh. Melter Range. Ich habe eh schon meinen Command Point verbraten. Das sind 4 plus 4 sind 8, oder? 8, ja. Dann lebe ich noch, mein Freund. Also ich weiß nicht wie viel, aber so 1 oder 2 Lebenspunkte sind bestimmt noch auf dem Konto. Chimäre. Wo ist das hübsche Ding da? Chimäre hat 11 Lebenspunkte, also noch 2. Ja. Geil. Ein bisschen schönerer Wurf wäre schön gewesen. Okay, Raketenwerfer. Trifft dich. Yes, wichtig. Also der geile Spucker hat hier nichts gemacht. Er hat dreimal getroffen, aber dreimal gesaved. So, der letzte Panzer. Wohin will der? Der will da rein. Definiere da rein. In den Hellhound. Ja, Entropie kennen den Hellhound. Genau, sein Mörser geht trotzdem in die Chimäre rein, das heißt, sein Mörser geht in die Chimäre rein. Jawohl. Und der Kleingram, also der Heavy Slugger, geht in die Guardsman. Genau. Okay. Ja. Ja, passt. Machen wir mal so. Stirbt halt gar nichts. Trifft aber beides. Auf die 3. Einzel wiederholen durch Morty. Passt. 2 mal minus 3. Schon wieder. Cover, 4er Safe. Ja! Oh. Wie viel Schaden macht so ein Ding? W6 plus 1. Das sind 10 Schaden. Ist er tot. Ob er explodiert? Nein. Dann haben wir den Kleingram da rein. Doch Morty. Das sind wieder meine Marines, oder? Jo, auf die Guards. Ja, meine Guards. Schaffe ich 2. Ja. Und einer stirbt. Foxcaster sagt nur, wenn ich ein CP auf die benutze, dass er umsonst ist. Also ich glaube, den Foxcaster können wir uns streichen. Na, jetzt ist das hier auch schon wurscht. Ne, die Melter möchte ich noch haben. Falls die Jungs überleben, möchte ich, dass die Morty da... Genau, dann haben wir noch den Mörser auf die Chimäre. Habe ich die auf die Chimäre angesagt? Ja, der Mörser auf die Chimäre. Genau. Für 6. Trifft auch auf die 2. Passt. Und Stärke 8. Widerstand jetzt nur noch 8, weil ein Contagion. 1 Reroll durch Morty. 2 mal mit minus 1 Ignore Cover.
Minus 1 Signal Cover, habe ich noch einen 4er Safe. Sind da, ist er tot. Ob sie explodiert? Nein, tut sie nicht. Das heißt, die ist kaputt und ich muss aussteigen. Das machen wir aber aufcam. So, das Fahrzeug kaputt. Jungs sind ausgestiegen. Einer hat es nicht mehr aus den Trümmern rausgeschafft. Und dann geht, ich habe 4 Leute da drauf, mit OPSEC 1, glaube ich, haben die. Das heißt, ich halte da den Marker aktuell. Mhm. Aber wir sind mit der Schussphase noch nicht durch, denn Morty erblickt hier sein Opfer und möchte auf die drauflatzen. Jawohl, W6 plus 3. Ich habe Ferric Blight angemacht für ein AP mehr. Für 6, für 9. Hey, hey, hey. Und Blast hat er auch noch, also 10. Genau, da war der eine, der aussteigt, ja. Gar nicht so tragisch, weil. Aber der 6er war jetzt hässlich. Das heißt, du hast das AP wie viel? 3. Okay. Ja, auf die 2. 2 1er. Jetzt auf die 2 mit Stärke 7. Und 1er Rüberholter für sich selber, bleibt doppelt die 1. Und dann haben wir 7 mal mit minus 3. Die armen Jungs. Dann nehme ich die hier vorne weg, dass es nicht mal der 10er Charge mehr möglich ist, ja? Okay. So, dann sind die jetzt, das war jetzt ganz gut. Dass alle das geschossen, oder? In deiner Armee? Wir haben alle geschossen, wir machen Charges. Wo möchtest du anfangen? Ich möchte hier mit dem 7er Charge, du müsstest jetzt ein 7er, ich muss es erstmal messen, ich glaube, du müsstest das vielleicht mal geben. Aber ich glaube, es ist ein 7er. Ja, würfle doch mal. Kurz. Ja, definitiv, 7er. 7er Charge. Nee. Dann nehme ich den Reroll. Command Point. Ja, der ist mir wichtig. Nein, der Marker bleibt auf meiner Seite, sofern ich einen Battleshock-Test schaffe. Ich probiere einfach mal den Charge auf die. Den da. Okay. Auf die. So, würfel mal einfach mal. Nee, definitiv. Mit einer 5 definitiv nicht. Und er will nicht weiter raus, oder? Um sich vor den Panzern ein bisschen zu verteidigen. Ja, er will nicht. Er hat das Beispiel, er macht das, was er soll. Gut, dann war es das mit Charges oder nicht Charges, wie man es nimmt. Ja. Und wir gehen zum Scoring über. Niemandsland gesichert habe ich. Das sind 5 Punkte. Genau. Und gezielte Tötung wirfst du weg. Dann ist aktueller Stand 15 zu 10 für die Death Guard. Astra Militarum, Runde Nummer 2. Gescored wurde hier auf dem Mittelmarker für 5 Punkte und hier auf dem Homebase-Marker. Eine Sache ist halt passiert. Die Jungs, die hier standen, die 3, die haben den Battleshock-Test geschafft. Dann sind sie in Melter-Range gelaufen zum Mortarium und dann hat sich der Gegner entschieden, hey, die flambiere ich doch mal weg. Und dann sind die tot, 2 CPs bezahlt, Anyface ziehe ich in die strategische Reserve und die müsste ich dann, denke ich, gleich auch nochmal bringen können, was ich noch nicht gemacht habe, das muss ich noch machen, vor deinem Rapid Ingress. Die Befehle, die sie bekommen haben, ist überwältigende Gewalt. 3 Punkte für jede Einheit, die vernichtet wird, die auf dem Marker stand. Es gibt nur 2, jetzt gibt es 3 Einheiten, die auf dem Marker stehen. Ja, jetzt gibt es 3 Einheiten. Das ist einmal die hier, die sind mit Rapid Ingress gekommen. Das heißt, die sehe ich halt auch nicht wirklich, bis auf vielleicht hier. Aber der hat ja bereits das zweite Ziel, was auf dem Marker steht. Das ist der Junge. Der sollte jetzt die Runde gehen. Dafür habe ich den Battletank hier in Position behalten. Die Jungs sind stehen geblieben, dass die halt Sustained Hits haben. Die haben den Battleshock-Test auch nicht geschafft. Also auf den Marker gehen würde mir aktuell nicht so viel bringen. Ja doch, würde schon was bringen, ne? Wenn ich es auf den Marker bringe, weil... Ja, dann hast du aber da, hast du noch den Charge drumherum. Wollte ich jetzt einfach nicht. Spiel mal nicht um den Marker. Aber den habe ich noch in die Position gebracht. Der Hellhound, der überlebt hat, ist nach vorne gefahren, will in die Typen reinschießen. Die Bullgrins sind nach vorne gekommen, weil die sitzen, ist halt die dritte Einheit, die auf dem Marker steht. Da versuche ich dann, es wird nicht ganz reichen. Ich habe den Panzer, ich habe die, ich habe den, um die abzuschwächen und auch den dicken, wenn ich es möchte. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht nicht, aber es sind ja doch einige Plague Marines. Das war der erste Befehl. Upsi. Und der zweite Befehl sagt, Bastion verteidigen. Halte den eigenen Marker. Am Ende der Runde vom Gegner score ich 3 Punkte, wenn ich meinen Marker halte. Ich habe dann hier nach hinten ein bisschen ausgescreent, dass da nicht so viel in Gefahr ist, dass da was schocken könnte. Und jetzt haben wir auch gesehen, Rapid Ingress kam da hinten. Jetzt hast du nur noch die Nörglings in der Reserve. Jetzt habe ich nur noch die Nörglings. Jetzt platziere ich nochmal schnell die strategische Reserve und dann geht es in die Schussphase. Also die strategische Reserve ist gekommen, die hat sich hier hingestellt. Dann screent sie sogar noch hier ein bisschen. Voll geil getarnt, hey. Da stehen die Jungs. Und wie die Bullgrins stehen wieder unten, ne? So, dann schießen wir los. Ich würde mal vorschlagen, wir schießen mit dem Squad hier als erstes. Da habe ich 2 Melter. Und dann 1, 2, 3, 4, 5,
5 Schuss Lasergewehr, das waren die 2 Melter. Die treffen auf die 4, haben sich nicht bewegt, haben damit Sustained Hits, treffen einmal, Stärke 9, Toughness 9. Auf die 4. Leider nicht. Dann kommt noch, was habe ich gesagt? 10 Schuss. 10, also 11, weil noch eine Laserpistole mit dabei ist. Ja, dann passt 11. 11 Schuss. Einer noch, habe ich schon. Eine Laserpistole. Auf die 4. Das sind Sustained Hits. Nicht Sustained, Lethal Hits. Pardon. Dreimal okay. Gewundet mit Lasergewehren. Okay. Mächtig. Und noch eine 6 für den Verwundungswurf. Ja, 3er. 2 Wunden. 2 Wunden gelegt. Hat er noch 8. Dann die 2 Jungs haben sich selbst einen Befehl gegeben, das ist ihre Spezialfähigkeit. Die haben dann 9 Zoll Bewegung gemacht, um die hier ein bisschen auszuscreenen für die Bewegung von den Thermis, dass ich die vielleicht noch ein bisschen verzögern kann. Dann machen wir weiter mit dem. Der Panzer könnte noch da hinten drauf schießen. Wir feuern erstmal den hier, weil der ist das beste Anti-Tank-Profil. Der feuert auf die Jungs, auf den hier drauf, den habe ich extra nach hinten gefahren. Der hat wieder einen Befehl bekommen für plus 1 to hit und das möchten wir jetzt auch völlig auskosten. Die Flamer kommen nirgendwo ran, das heißt, wir schießen nur mit der Demolisher kennen. Let's go, W6 plus 3 Schuss für 9 Schuss, das ist saftig. Das heißt, alle grünen würfeln, außer dem da hier. Trifft auf die 3, weil er plus 1 to hit bekommen hat. Ja, Schnitt. Stärke 14 auf die 3 zum Wunden. Also hab ich nicht, ich habe mich ja bewegt, der hat keinen Lethal Hits. Und auf die 3, der kommt okay. Schnitt wieder, minus 4. Minus 4? Minus 3, pardon. Dann habe ich minus 2 wegen Cover, aber es nützt nichts, immer noch ein 5er. Einer geht schon durch, machen wir Schaden. W6 für 3. 3. Da hat er noch, nein, jetzt hat 8. Okay, nochmal Schaden. 3. Moment, jetzt muss ich echt mal überlegen, ob ich doch ein CP-Roll. Nee, ich mache keine CP-Rolls. 5? 5, kostet ja 2 CPs, ne? Haben wir vorhin vergessen. Haben wir 2 genau, kosten 2 CPs und der geht auch schon wieder durch. Ja, kann ich eh nicht. Passt schon, 2 CPs. Ja, kaputt. Platz nicht. Du hattest zwar einmal einen, aber ja. Das haben wir vergessen. Das ist sie kann auch meinen jetzt abziehen. Also ist so. Gut. Dann hat man den vernichtet. Ob er explodiert, hast du gewürfelt? Hab ich gewürfelt, ja. Nichts. Er explodiert nicht. Gut, dann haben wir mit denen hier die Gewissheit, die feuern da drauf. Da habe ich eine Hotshot Les Pistol, die trifft und sie wundet aber nicht. Und einen Flamer. Der Flamer hat 2 Schuss, wundet auf die 5, wundet nicht. Dann sind die Jungs auch durch. Dann haben wir ja noch den Panzer. Dann würde ich mir fast sagen, gönne ich mir bei dem Panzer das volle Schuss auf die Jungs. Okay. Ja, das war so ein bewusstes Risiko, ne? Cover kriege ich. Ja, Cover kriegst du. Passt, ja, dann ist es so. Der hat einen 2er Rüster, ne? Ja. Ich komme mit AP1, das ist auch so extrem lächerlich. Morty hat auch einen 2er Rüster, gell? Ja. Ja, das ist traurig. Die haben auch 2er Rüster, das sind ja Terminatoren. Was frage ich überhaupt? Sind ja die gar dieselbe Einheit. Ja, dann trotzdem auf die da vorne, weil die halten einen Marker. Vielleicht kann ich da ein bisschen mehr dran machen. Dann schießen wir zuerst mit der Battle Cannon. Die hat W6 plus 3 Schuss für 7. 4 und 3 sind 7 Schuss. Trifft auf die 4 bloß. Hat aber, ja okay, hat er doch nicht, weil er keine 6 gewürfelt hat. 3 Treffer. Toughness 6. Und Stärke 10 auf die 3. Zweimal, minus 1, 3 Schaden flat. Komm, gib mir eine 1. Und noch eine. Nee, wollte nicht. Dann haben wir noch eine Laserkanone. Ja. Die trifft nicht, sehr gut. Nee, 1er wiederholen. Der hat sogar volle Hit-Rerolls, weil du auf dem Marker stehst. Okay. Da waren ja auch nicht viele Treffer dabei, ne? Ich glaube, also ich habe 4 gesehen, ich weiß es nicht. Ich, genau 4. Ich habe 3 Verwundungswürfe gemacht. Mal sagen wir 4. Dann machen wir noch 3 Hit-Rerolls. Dann ist einer hier Liesel. Jo. Schade. Laserkanone Reroll. Ja. Trifft. Wundet. Minus 3 wird minus 2. Oh. In Cover, also hast du noch einen 4er, gell? Jo, safe. Auch gesaved. Und dann sind noch 2 Heavy Bolters. Treffen auf die. Volle Hit Rerolls. Volle Hit Rerolls, danke. Auf die 4. Genau. Das sind für Autoverwundungen, ja, aber auch gleichzeitig Sustained Hits. Also 3 Wunden haben wir schon gemacht. Noch eine dazu. Noch eine. Also 4x minus 1, 2 Schaden. 2x1 brauchen wir. Passt. Keine einzige. Ja, das ist Astra mit ihren starken Feuerwaffen. Dann haben wir hier Snipers. Ja. Die Snipers schießen einfach auf den Lord, auf Viralance da unten.
Wenn man schon Snipers hat, soll man das auch mal nutzen. Die Jungs sind über 6 Zoll höher, das heißt, die bekommen ein AP zusätzlich, also AP3. Damit komme ich auf den Retter, gell? Du kommst auf den Retter. Wenn du im Cover stehst. Gut, die treffen auf die 3. 3 Treffer. Stärke 4, auf Tapfe 6, auf die 5. Eine Wunde. Safe. Okay, und danach gehen die wieder zurück. Schwupps, platzieren wir später sauber. Dann hier, das Feuergefecht. Wir haben geprüft, der hat eine Linie, Sichtlinie auf die Poxwalker. Deswegen müssen wir mal wieder aufpassen. Müssen wir ein bisschen rummessen. Moment. 1 hour later. wir wissen jetzt, was los ist. Wir schießen mit der ganz dicken Wumme auf, was habe ich gesagt? Panzer. Auf den Panzer. Wir schießen die Multimelter auf gar nichts. Alles andere geht einfach auf die Poxwalker. Und die Pulverizer kennen, die nur 24 Zoll hat, die geht auf die Marines da vorne. So, jetzt wird geschießt. Wir fangen mit der Pulverizer kennen einfach an. Die hat W6 Schuss Blast, also W6 Schuss für 4. Trifft auf die mächtige 4. Liesel, bringt nix. Hooray. Und dann eine Wunde, minus 3. Nee. Das ist meine potenteste Waffe. 3 Schaden flat. 3 Schaden flat, okay. Einen pulverisiert, ja, wenn man schon Pulverizer. Ja, dann machen wir die da. Heißt, da ist schon auch noch einer. Ah, da sind es aber 5, dann habe ich noch einen Schuss mehr bei Blast. Oh ja, 5, ja. Ich habe nur die 4 gezählt. Hast völlig recht. Auf die 4? Ja, okay. Okay. Danke fürs Gespräch. Dann kommt die fette Knarre, die Oppressor Cannon. Okay, W6 plus 3 Schuss auf den Panzer. Leider nur 4. Treff auf die 4. Eine Autoverwundung, ein Treffer. Und dann verwunde ich, das kommt mit minus 2, 3 Schaden. Habe ich einen 3er Safe? Einer geduckt. Yeah, ich habe 3 Schaden gemacht. Nehme ich. Gut, 3 Schaden auf den Panzer, das war ja mal etwas. Morty, hättest du sogar noch einen 5er Phenopan, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Ziel war. Und jetzt kommt der ganze kleine Kram auf die anderen. Das kannst du Off-Cam machen. Ja, das machen wir Off-Cam. Okay, der Panzer hat dann sein ganzes Kleinfeuer da drauf geschossen und hat genau 3 Plague Marines getötet. Poxwalker. Poxwalker, das haben wir uns noch eine Kante geiler vorgestellt. Der Panzer hier kann leider nicht auf die Poxwalker, oder? Der sieht nicht. Nee, kann das nicht. Heißt, der schießt auf die Marines mit allem seinem Zeug, was er hat. Vielleicht kriege ich ja die noch weggelötet. Wir fangen diesmal an mit den Heavy Boltern, das sind 6 Schuss. Das sind die 2 Heavy Bolters. Treffen auf die 4. Einer verwundet automatisch, genau. Und die stehen nicht auf dem Marker, das heißt keine Rerolls. Nein, die stehen nicht auf dem Marker. So. Und 2 zusätzliche, also 3x minus 1. Du hast Cover. Cover, 3er. Einer tot. Einer tot, genau. Ja, dann noch die letzte. Dann kommt die Battle Cannon. W6 plus 3 Schuss, das sind 6 plus 3 sind 9 Schuss. 3 und hier 6. Treffer auf die 4. Eins zum Wiederholen habe ich zumindest. Ja, vielleicht hätte ich besser auf die Thermis geschossen, weil auf die Marker stehen. Aber dann komme ich halt nicht durch die Rüstung durch. Ne? Auf die, schade, Stärke 10 auf die 2x. Minus 1 wird zumindest nix. Ja, 2x los. Ne? 2 insgesamt. Und du hast achso, ja, okay, die 6 hast du schon weggenommen. Noch einer. Einer, yeah. Dann bleibt noch die Laserkanone zu guter Letzt auf die 4. Sie trifft, Stärke 12. Dann 2. Verwundet. Safe. Cover. Ja, safe im Cover. Gut. Dann war es das mit dem Panzer. Die Marines, die da hinten gekommen sind, die Guards, die da hinten gekommen sind, die sehen ja nichts. Die waren dann nur zum Screenen da. Dann bleibt noch der Hellhound. Der Hellhound feuert jetzt in den Trupp da rein. Fangen wir mit dem Melter an. Trifft einmal. Wundet nicht. Und dann kommen diese Flamer. 2W6 Schuss. Das sind 7. 2, 4, 6, 7. Stärke 6 auf die 3. Jawohl. Ignore Cover, minus 2, also nur dein Phenopain. Phenopain, einer, 4 sterben. 4 sterben. Ja, das ist, glaube ich, zu wenig. Die holst du dann wieder. Ja, ein bisschen fehlt doch die Artillerie. Du merkst, die Firepower ist gar nicht so geil, ne, bei Astra. So viel passiert nicht. Und wenn du wirklich was weghaben willst, dann schaffst du es nicht über Placing, alles da irgendwie in Schussreichweite zu bekommen. Also die Artillerie ist sogar ein ziemlich notwendiges Tool. Aber gut, dann gehen wir über in den Charge. Wir haben alles geschossen, was wir haben.
Dann möchte ich 2 Charges machen und dann kämpfen. Also so sieht es aus. Das haben wir vorher nachgemessen. Das war ein 6er Charge. Ja. Und das versuche ich jetzt. Ich hoffe, ich brauche keine CPs, weil ich gerne den einen CP, den ich habe, unbedingt behalten möchte. Und dann ist es die 6. Ja, natürlich. Wieso habe ich es auch gesagt? Wenn man es sagt, passiert es, ne? Da gebe ich einen CP aus. 2 CP musst du jetzt sagen. Oh, das kostet ja 2 CP, ja. Der Charge Reroll. Ja, dann habe ich da gar nichts, wenn ich das richtig sehe. Das ist schlecht. Das heißt, den Marker, den hole ich nicht. Aber ich habe hier etwas vernichtet, zumindest für 3 Punkte. Den zweiten Charge, den ich machen möchte, der wird auch ein bisschen sportlich. Das ist dieser Lehman Russ. Der möchte da drauf. Denn wenn er es schafft, könnte ich den Marker holen. Ich habe mehr OPSEC. Und ich habe mir sagen lassen, dass die nicht unbedingt das Potenzial haben, so einen Panzer zu zerlegen. 9er. Das sind halt 5 Punkte, ne? Mhm. Es geht um Punkte. Es geht immer um Punkte. 9er Charge, ich weiß es nicht, wie viel. 8, das prüfen wir mal nach. Ja, ich bin ja in Rapid. Ja, man braucht da gar nichts nachschauen, weil die sind ja über Rapid Ingress gekommen. Das heißt, die haben Natural über 9 Zoll. Dann kann 8 niemals gereicht haben. Das heißt, die Charges der Astras sind alle missglückt. Dann war es das auch schon. Dann gucken wir bei den Punkten vorbei. Wir haben dann 3 Punkte gemacht, weil wir diese überwältigende Feuergewalt haben. Aber das ist jetzt 3 plus, weil da könnte noch was dazukommen durch Bastion verteidigen. Ich werfe das mal nicht weg, weil die 3 Punkte werde ich brauchen. Gut, und dann sind wir durch und wir gehen rüber zu den Death Guard. Runde Nummer 3 Death Guard. Keine Gefangenen. Jeder Kill 2 Victory Points bis zu einem Maximum von 5. Ja. Und feindliches Ziel stürmen, einen Marker einnehmen, den die Astra momentan halten. Genau. Und wie sieht der Plan aus? Der Plan sieht aus, dass ich jetzt relativ viele kleine Einheiten töte oder schon geschwächte Einheiten. Welchen Marker gedenkst du zu flippen? Ich gedenke, diesen Marker zu flippen erstmal. Den hattest du gerade mit einem Modell. Ich bin jetzt schon mit den Poxwalkern drauf. Jetzt ist er eigentlich schon meiner. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es am Ende der Runde immer noch so ist, wie es ist. Den Marker gedenke ich zu flippen. Ich gedenke, den Hellhound zu töten. Ich gedenke, den einzelnen Rattling zu töten. Die da hinten vielleicht. Den Squad vielleicht auch. Je nachdem, wie gut es läuft, müssen wir mal gucken. Und die Kasakens. Also, ja, genau. Ich habe die Nörglings hier hinten geschockt, dass er dann halt nicht mehr über sein Stratagem reinkommen kann. Also dann ist hier praktisch geblockt, hier ist geblockt durch den und hier ist geblockt durch hier. Und dann muss das er ist deine Player's Edge, da kann ich so oder so. Genau, aber könntest du hier kommen. Ja. Das ist ja so. Gut, dann ja, genau. Let's go. Gut, wir fangen mit Typhus an, der macht seine Fähigkeit auf den Hellhound. 3 für W6, für tot. Für tot. Ob der Panzer explodiert? Nee, okay. Oder nicht. Da bringt dein Zweierrüster nicht, wenn das Metall schmilzt. Gut, es kommt kein Poxwalker wird, weil Excluding Vehicle, komisch. Ach so, kein Poxwalker für einen Panzer. Du musst einen Zombie-Panzer haben. Genau, gut, dann muss ich kurz messen, ob sie in Reichweite sind. Jawohl, das sind alle in Reichweite. Das ist schön. Die flamen in die Jungs. Sind alle in Reichweite? Sind alle in Reichweite. Mal kurz vor der. Nee, ohne Probleme. Sind 4, weil der Chef 2 Flamer hat. Automatische Treffer. 4, 9, 13. Mhm. Die kommen mit Stärke. Anti 3, aber Anti-Infanterie 4. Aber es macht in dem Fall keinen Unterschied. Okay. Was habe ich gesagt? 13, okay. Also Morty hat wieder 1er verwunden angenommen. Auf die 4, 1er Rerolls. Ja. Dann sind das sehr viele. Kein Cover, aber auch kein Durchschlag. 5er Rüster. 2 konnten sich noch irgendwie in Deckung werfen und das überleben. Und 5 verbrennen hier gnadenlos. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich noch einen Voxcaster? Ich brauche keinen Voxcaster. Noch 2 Multimelter. 2 Melter. Okay. Gut, dann ist das erledigt. Das waren die einfachen Sachen. Okay. Dann schießen die auf die. Die sind Battleshocked. Ja. Das heißt, die haben keinen OC. Aber schießen können sie deswegen trotzdem. Und schießen auf die Jungs. Okay. Einmal ein Flamer. Das ist auch nur einer, der sieht, ne? Ist nur der. Ach so, ja, das ist nur mein, dann ist das mein Caster, passt Overcharge. Ja. Dann sind es 9 Schuss.
das ein Flamer, oder? Das ist ein Flamer, ja. Okay. Genau, mal Schuss auf die 2. Morty, muss ich gucken. Ich glaube, ist ein bisschen weit. Stärke hat der? 7. Ist ein bisschen weit, genau. Keine 1. Minus? 2. Und doch kein Cover? Doch, Cover. Cover, ja. Also habe ich einen 6er Safe. Und dann schaffen wir einen. Das heißt, es sterben 2, 4, 7 Stück. Genau. Autsch. 7 Jungs verlassen uns. Da sollten wir fast den Charge nicht genehmigen, weil da kommen mehr Boxwalker. 3, 4, 5, 6, 7. Ne, nehmen wir da hinten einen raus. So. Okay. Okay. Dann haben die geschossen. Dann schießt Mortimer seine Lantern rein. In den Panzer? Ja. Was macht die Lantern jetzt mittlerweile so? Stärke 9, sustained jetzt D3. Okay, auf die 2 wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ob das andere besser ist. Ja, mach die Lantern. Ja. Nix. Ha, da kommt die 1, sehr schön. Okay, so, dann ist der schießt den Panzer dahin. Welchen Panzer? Den da. Okay. Da habe ich genau die Linie. Ja. Oh, noch schnell checken, aber 48 Zoll habe ich, glaube ich, gemessen. Passt. Zum Ruhr. Genau, 48 Zoll. Also der Panzer will da ganz hinten auf den Battletank schießen, der da hinten versteckt ist, ja. Okay, erstmal die große. Nein, die 2 kleinen. Einmal. Der wundert, minus 3 wird minus 2, weil ich ja im Cover bin. Dann habe ich noch einen 4er Safe. Genau. Und den besteht der Panzer. Aber wir haben geschossen. Perfekt. Okay, gut. Jetzt wird es eigentlich schon ein bisschen dünn. Ja, die 2 Panzer hier noch. Wird's ein bisschen dünn. Ja, ich habe aber nur ein paar Ziele, die ich will. gut. Ja, bislang hast du mehr angesagt, als was passiert ist. Ja, aber es ist okay. Es ist okay. Dann mache ich mit dem Panzer eigentlich nichts. Dann die wollen da. Gut. Das kleine Geraffel geht in den. In den Trupp? Ja. Die großen Schuss gehen in. Irgendwas sehe ich dich dadurch irgendwie. Nee, der ist versteckt. Dann gehen wir hier rein. Jawohl. Die Entropie. Und der Mörser geht in die Rattlings da oben. Also Mörser da drauf, Kleingeraffel da rein und die dicke Wumme. Ja, in den Panzer. Okay. Dicke Wumme fangen wir an. Okay. Auf die 2. Ja. Passt. Auf die 3, sorry. Auf die 3, ein Treffer. Und eine Wunde. Stärke hat das Ding? Keine Wunde. Keine Wunde, das ist eine Stärke 10, oder? Die Entropie mittlerweile. Genau. Mein Gott, ich bin so euphorisch, aber nein. nein, definitiv nicht. Okay, gut. Gut. Dann das Kleingeraffel in den kleinen Tropf. Trifft. Wundet 3-mal. 3-mal. Kein Durchschlag. Kein Durchschlag. Deckung hast du. Einen Würfel bitte. Deckung habe ich nicht, oder? Oder? Ich meine, das ist eine Ziel. Nee, du hast tatsächlich keine Deckung. Habe ich einen 5er Safe? Einer safe. Einer überlebt. Das ist der mächtige Melter hier. Okay, gut, dann der Mörser in die Rattlings. Ich nehme mal den hinteren raus, wegen Charge und sowas. Was hast du gewürfelt? Eine 3, also 6 Schuss. Auf die 3. Ich sehe keine Rattling, nein. Alle. Okay. Und auf die 2. Einser wiederholen durch Morty. Dann haben wir so viel mit minus 1. Musstest du dafür die Aura einschalten, dass die ohne Aura? Nee, das ist die Aura hat er immer. Die hat er immer? Ja. Minus? 1. Also Cover hast du? Ja, habe ich noch einen 6er. Ja, close but no cigar. Die Jungs sind tot. Das sind schon mal 2 Punkte für No Prisoners. Da wartet noch einer. Dann kommt der Panzer. Der schießt sein Kleingedöns da drauf. Ist nicht in Morty Range. Der schießt sein Kleingedöns darauf, sein Mörser in den Einzelnen, sein Entropie da rein. Okay. Ja. Okay, also sein Kleingescheiß ist dahin auf die 3. Auf die nichts. Cool, dann überlebt er eine. Ja, ich hab nichts mehr. Okay, dann der Rattling. Für 3 Schuss, für 4 Schuss. Auf die 4. Auf die 2, 2-mal. Minus 1, aber kein Ignor-Cover, also hast du Cover. 2-mal, minus 1, dann ist er tot. Dann ist er tot, jawohl.
Okay, gut, dann ist er tot. Ein Entropie noch. Doppel 1. Entropie, Doppel 1, sehr schön. Okay, gut. Die geschossen, der geschossen. Alles geschossen. Dann müssen wir die noch machen. Und hier den Charge. Der hat geschossen, der hat geschossen. Gut, Charges. Könntest du noch theoretisch? Ja, will ich nicht. Ich will da einen Charge haben. Okay, dann let's go. Charges. Wir machen hier einen Charge, genau. Erst hier. Mal jetzt hier drauf. 10. Ist ganz gut. Ja, 10 ist leider sehr gut. Ja, aber genau. So sollte es passen. Okay. Also die sind dann tot und dann rücke ich auf den Marker vor. Also ich denke nicht, genau, dass es dann, dass es um den Zoll geht. Gut, dann die Jungs in den Panzer. Ne, 9. Passt. 9 reicht. Nein, nichts Besonderes. Das will ich einfach hier hin. Hier hin. Die letzte halt auch ja, noch. Ja, ja, ich habe nur gedacht, vielleicht kann ich was. Ja, aber das ich kannst du auch machen. Ich hab nicht so viele. So, Morty auch in den Panzer. Jetzt 10 passt. Oh, oh. Houston, we got a problem. Ich denke, du willst nicht unterbrechen. Ja, da hinten können wir die gleich die rausnehmen. Die nimmst weg, die brauche ich. Also wenn du noch zuschlagen willst, musst du zuerst hier basen und jetzt darfst du noch 3 jetzt Zoll. Jetzt noch 3 Zoll. Ja. Solange du in Engage, zum Marker genau kommst. Gehe ich aber trotzdem. Okay. Gut. Dann sind es jetzt 12 Attacken mit der Deathshot erstmal. Jawohl. Werfen auf die 2. Lethal Hits. 1 raus. Und jetzt mit Stärke 8 auf die 5. C, 11 wird Toughness 10 wegen ja, Contagion, aber trotzdem auf die 5. 1 Reroll bei Morty habe ich nicht, aber der war sehr gut. Ja, der war wirklich sehr gut. Minus 2. Minus 2, ja. Habe ich noch einen 4er Safe. Ja, der war auch, der okay, war auch gut. 4 Schaden. 4 Schaden, hat der Panzer noch 9 Lebenspunkte. Okay, dann ist es mir das jetzt wert. Ich gebe 2 CP aus für Morty. Einmal Sustained Hits 1 und einmal, dass ich ein AP mehr habe. Oh oh. 5 Attacken mit dem schweren Profil. So. Trifft auf die 2. Keine Sustained. Das war natürlich schlecht und dann war noch die 1 dabei. Ja. Und jetzt Stärke 14 auf die 3, oder? Ja, auf die 3. Und auch keine 1 zum Rerollen, das ist auch gut. Minus 4 jetzt aber. Minus 4, ich habe 9 Lebenspunkte, der macht 4 Schaden flat, oder? Ja. Ja, dann brauche ich eine 6, sonst bin ich kaputt. Und? Danke. Keine 6, dann ist er kaputt. Erstmal, ob er explodiert auf einer 6 plus. Das tut er nicht. Und der hat eine Spezialregel. Der darf jetzt auf einer 2 plus noch einmal komplett schießen mit vollem Profil. Okay. Und das darf er. Jetzt überlegen wir uns gerade noch, wo wir hier ein Opfer sehen. Also hier da jetzt noch reinzuschießen. Blast kannst du ja eh nicht in den Nahkampf schießen. Ja, stimmt. Ich schieße auf die Typen hier, weil hier sehe ich noch die Klaue. Ne? Ja. Das sollte kein Problem ja sein. Ich versuche da noch ein bisschen was zu machen, weil die machen mir wirklich Sorgen. Also die Reichweite reicht nicht, um jetzt hier in die Typen reinzuschießen. Deswegen der Flamer geht in die Jungs rein und die Demolisher Cannon geht in die hier. Ich habe schon gewürfelt, Demolisher Cannon hat eine 1 gewürfelt. Das heißt, das sind wie 4 Schuss. Ich treffe auf die 3, weil ich habe immer noch das plus 1 zu Hit. Aber das bringt mir wirklich herzlichst wenig. Und dann Stärke 14 auf die 2. Einmal minus 3 in Cover. Safe. Wird weggesaved. Untötbar. Dann sind wir bei den Flamern. Dreimal. Das sind 11 insgesamt. Das sind 3, 6 und noch einmal 5. 11 Stück. Stärke 6, Toughness. 6. 6 auf die 4 plus. Der nicht, der nicht, der nicht. Minus. Minus 1 und kein Cover. Das sind 3. Oh, dann haben wir 1 erlegt. Die waren ja nicht minus 1 zu wund, ne? Weil nee, die waren nicht minus 1 zu wund. Ah, die wären minus 1 zu wund. Ah, ja, stimmt, aber. Haben wir noch falsch gespielt? Haben wir falsch. Aber ich glaube, ich habe trotzdem verwundert. Nee, hatte ich nicht verwundert, aber hast du ja gesaved. Ja, du hast ja 2 gewürfelt, aber ist egal. Ist egal. Gut, dann. War das meine Runde, er ist weg. Dann kann ich noch mit Morty, glaube ich, auf den Marker zurückkonsolidieren. Muss ich mal gucken. Wenn du es drauf schaffst, darfst du es ansonsten nicht. Aber das sieht ganz gut aus, das ne? Das sieht gut aus. Gut, dann was hast du für Missionen erreicht? Gut, ich habe den Marker geflippt für 5. Ja. Und ich habe keine Gefangenen gemacht. Ich habe 1 getötet. Einheiten. Genau. Ja, 3 Einheiten. Also 10 Punkte. Genau, 10 Punkte. Sehr gut. So, Runde Nummer 3 von Astra Militarum. Primaries sind leider nur 5 gewesen. Also ist der aktuelle Stand vor Secondaries 31 zu 35. Hole ich jetzt noch auf für diese Battle Round? Das ist die große Frage.
Ich habe Area Denial gezogen, das habe ich für 1 CP dann weggeworfen, habe was Neues gezogen. Teleport Pile Sender. Ich muss in der gegnerischen Aufstellungszone oder in der Mitte einen Marker, sozusagen eine Aktion machen. Schaffe ich nicht. Und dann vernichte es, ist Bring It Down. Das heißt, ich muss ein Fahrzeug vernichten. Und dafür gäbe es dann entsprechend Punkte. Das müssen wir jetzt in der Runde einfach versuchen. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Wie habe ich mich bewegt? Die Jungs sind hier rübergelaufen, halten den Marker. Ein paar sehen noch, aber ich wollte außerhalb von Range von Morty sein. Morty ist ein wahrhaftiges Problem. Er steht jetzt zwar hier in der Mitte, aber ich habe AP1, AP2 Waffen. Das wäre echt schwierig, den jetzt in dieser Runde anzugehen. Das muss ich mir noch mal kurz überlegen, aber ich glaube, ich habe nicht genug Bums, um da wirklich was zu machen. Battleshock-Test habe ich geschafft. Es gab kein Abwehrfeuer. Der Junge hat sich hier draufgestellt, hat OPSEC 2. Die haben OPSEC 2 in Summe. Habe ich den Panzer noch hinzugeschoben, das wäre jetzt meiner. Aber ich laufe sicherlich Gefahr, dass der jetzt hier angegangen wird. Aber ich muss natürlich versuchen, ein paar Punkte zu verweigern. Da auf der Seite habe ich First Rank Fire, Second Rank Fire gegeben. Die gehen nach vorne, werden auf die Poxwalker schießen. Und dann schlagen wir dann drauf und hoffen, dass es reicht. Und hier die Panzer habe ich stehen gelassen, einfach dass Lethal Hits zündet. Und da muss ich mich jetzt nochmal kurz entscheiden, ob ich jetzt mein ganzes Feuer auf ihn hier mache oder auf ihn. Da muss ich kurz die Matte machen. Ob das wirklich klappt, weil Bring It Down würde ich sehr gerne nehmen. Alternativ wäre natürlich, wenn das hier relativ leicht funktioniert bei dem bereits angeschlagenen Panzer, dann könnte ich noch ein bisschen hier was rein investieren, weil wenn die raus sind, dann hat der Panzer höhere Chancen zu überleben. Gut, aber dann melden wir uns dann gleich zur Schussphase. Wir haben die Matte nicht gemacht, wir haben einfach gesagt, okay, High Command hat entschieden, Morty muss es sein. Astra, zeig, was du kannst. Go strong or go home. Das heißt, wir versuchen hier Morty zu töten in der Runde. Er steht nicht in Cover, das eröffnet mir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und es gibt ein paar Short-Range-Waffen, die auf ihn dann schießen könnten. Deswegen, er wird es sein. Da versuchen wir, da was zu erreichen. Gut. So, fangen wir an mit Morty beschießen. Wir schießen mit den Jungs da drauf. Das sind 4 Lasergewehre. Ich benutze ein Stratagem von Astra Militarum. Field to Fire. Wenn jemand da drauf geschossen hat, dann bekommt die restliche Armee, die da drauf schießt, solange sie nicht Battleshocked ist, einen Durchschlag mehr. Jawohl. Das brauche ich jetzt diese Runde. Deswegen legen wir mal los. Erstmal diese 4 Lasergewehre. Every little counts. Ein Treffer. Spannend. 3 Treffer. Und dann auf die 6. Eine Wunde. Safe. Den hat er noch. Und jetzt habe ich ein AP mehr. Gut. Dir schießt da drauf mit seinem Melter. Er trifft nicht. Sehr guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Gut, dann machen wir hier weiter. Jo, den ganz dicken hier, ne? Ja. Der ganz dicke feuert sein Gesamtrepertoire an Liebe. -1 to hit. What? -1 to hit. Das heißt, ich treffe jetzt nur auf die 5. Ne? Ja. Das ist natürlich ein guter Counter dagegen. Ja. Gut, dann schießen wir mal. Erstmal die Oppressor kennen. W6 plus 3 Schuss. Ja, auf jeden Fall hat sie Bock. Die hat auf jeden Fall Bock. Das sind 9 Schuss. Trifft jetzt halt nur auf die 5 wegen diesem Stratagem. 6 verwunden automatisch, weil ich mich nicht bewegt habe. Dann reden wir von 2 Treffern. Und ja, das war's halt leider, ne? Eine 5 oder? Ja, eine 5. Die kannst du dann noch wunden. Der mache ich noch einen Verwundungswurf. Stärke 14, verwunde auf die 3. 3-mal gewundet, -3 jetzt. 2 gehen durch. Das sind dann 6 Schaden in Summe. Und dann hat dann Morty noch einen Feel No Pain. Das safe dann nochmal 4 weg, der Lump. 2 Wunden. So bei 14. Nur noch 14, sehr gut. Dann schießen wir die Pulverizer Can. Die hat W6 Schuss, Blast, 5. Die trifft auf die 5. Eine automatische Verwundung, Stärke 9. Auf die 5. Auf die 5 zum Wunden, das war nichts. -4, also ein 4er Retter. Safe. Uiuiui, hab ich mich doch im Falschen angelegt. Die Koaxial Auto Can, die trifft nochmals auf die 3, jetzt auf die 4. Nein. Die trifft leider nicht. Dann haben wir den Stubber. Die machen immer am meisten Schaden. Vielleicht sollte ich am Schluss machen. Das sind so viele Schuss. Ja. Hilf mir. Jawohl. Bitte drauf. Ja. Danke. Zack, zack. So. Trifft auf die 5. 6 verwunden automatisch. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und dann nochmal 2 noch dabei. Auf die 6. Ne, 4 mal, -1 jetzt. Dann 3er. Eine Wunde. 5er.
Nein. Ah, dein Feel No Pain, ich hasse Feel No Pain. Boah, Morty ist stark. Das ist immer so interessant, wenn ich diese Feel No Pain habe, fühlt sich immer so an, als passiert nichts und andersrum. Gut, dann hat er noch mehr Knarren. Der hat nämlich 2 Multimelter. Ja, die hat er noch. Die 4 Schuss, das ist das Letzte, was er hat. Komm, Junge, wir brauchen jetzt ein paar Sechsen hier. Katschu! Ein Treffer. Automatische Verwundung. Genau, 4. Ja, 6. Okay. Das High Command wollte zu viel. Dann machen wir mit dem hier weiter. Ne, den halten wir noch. Wir machen erstmal mit dem hier weiter. Der feuert jetzt alles auf Morty. Ja. Also, Mr. Mortarium, du stehst am Marker, ne? Ja, hast voll. Das heißt, wir haben volle Hit-Rolls. Ja. Erstmal die Battle kennen. Nein! War ein wichtiger Moment, aber es ist eine 1 gewesen. 5? 4-mal auf die 5. Alles Rerolls. Volle Rerolls, die wir auch brauchen. Einer. Oh, Jesus. 1. Stärke 10 auf die 5. Nix. Laserkanone. Ja. Die trifft. Nee, 5. Ach, minus 1. Dann war das der Reroll, der trifft nicht. Okay. Dann sind das noch Heavy Bolter. Oh Gott. Oh Gott. 5. Auf die 5. Da darf ich alles wiederholen, ne? Ja, klar. Liefel. Okay, das sind Sustained und Liefel. Das heißt, ich habe jetzt 4 Treffer und 2 Wunden schon. Und das verwundet mit Stärke 5 auf die 6, ne? Genau. Gehen 2 durch. 2 Schaden. Ja, genau. Dann habe ich 4. 3. 3 Wunden. Bin auf 11. Auf 11. Ich habe noch nicht mal ein Drittel abgezogen, habe aber keine Knarren mehr. Ich glaube, das war's. Ich habe noch den da hier. Aber jetzt müssen wir uns da irgendwie... Sollten wir uns nicht allzu großen Illusionen hängen. Ja, komm, wir schießen das da drauf. Machen einfach einen Lucky Shot. Wir halten am Plan fest. Wir sind unabrückbar. Der kriegt jetzt Cover, aber... Oder eben. Laserkanone. Piu! Reroll. Komm, wir brauchen den. Happy Holger. 6 Schuss. Liefe. Ja, genau. Das ist mal die Rerolls. Der, genau. Schwupps, der war gut. Dann kommen noch 3 dazu. Kriege ich 3 dabei. Und auf die 6. Cover diesmal. Minus, habe ich minus die 3. 2. Ja, aber nochmal 4. Ja. Ja, 4. 4 hat er noch. 7. Und 3 Battle Cannons durchkriegen. Jetzt ist die große Quizfrage: Wie viel haben wir? W6 plus 3. Oh, 8. Es ist noch möglich. Hast du Angst? Ich habe Angst, weil es ist so wichtig. Let's go. Nein, ich habe volle Rerolls. Ich habe volle Rerolls. Jetzt könnten ein paar Sechsen hier helfen, weil er nur Stärke 10 hat. Nee, nix. Oh, dear. Okay, dann wird er auf jeden Fall überleben, so wie es aussieht. Stärke 10 auf die 5. Nix. Gar nichts. Also diese Battle Cannons, diese Panzer kannst du echt wegschmeißen. Ich wüsste nicht, auf was du schießen kannst mit AP1. Gut, dann sind wir hier auch durch. Dann haben wir nur noch da hinten ein paar Astra-Jungs. Ja. Dann machen wir Folgendes. Wir haben hier einen Melter-Boy. Der Melter-Boy möchte nochmal einen von denen hier zerschnetzeln. Und der ganze Rest schießt darauf. Wir haben, wie gesagt, First Rank Fire, Second Rank Fire. Ja. Es gibt einfach Rapid Fire 1 mehr. Genau. Also es wird nicht verdoppelt der Wert. Der eine kommt nicht hin, also der kriegt nur einen Schuss. Aber um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 Leute, ich habe scheinbar alle Sergeants schon rausgenommen, das sind 22, 23 Schuss und ein Melter in den Space Marine Trupp. Jawohl. Okay, dann machen wir erstmal, bereitest du mir 23 Würfel vor? Wer ist Jawohl, ich mache das. Erstmal der Melter, der trifft nicht, sehr schön. Ich habe hier drüben 10, ja, dann gibst du noch 13. Das sind 13. Astra Power, Piu, auf die 4, kann ich alle rausnehmen. Die haben keine Lethal Hits, denn sie haben sich bewegt. Und dann Stärke 3, Toughness 4 auf die 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal bitte. Feel No Pain. Nee, ich krieg Cover. Du hast keinen Durchschlag, oder? Ja, kommt auf an, wie du halt nimmst, ne? Ja, ich nehme. Es passt. Hast Cover, 6er, 6. Ja, erstmal 6er. Einen gesaved und dann 5er Feel No Pain. 3 sterben. 3 sterben. Gut, dann sind wir in der Charge-Phase. Jawohl. Dann wollen wir doch da mal rein und Hallo sagen. Also, wir fangen an. So viele gibt es ja nicht, so viele Charges. Wir gehen mit den Bullgrins in die Plague Marines rein. Das ist eine 7. Ja. Das sollte passen. Ich möchte den alle in Markernähe haben. Typhus sollte idealerweise nicht zuschlagen. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich hier auf diesem Gebiet bleiben. Und weil ich alle basen kann, kann ich mich dann so hinstellen. Warte mal, so.
So, dass ich dann nicht mit allen basen kann. Ja doch, das würde trotzdem gehen. Das ist halt echt komisch. Ja, so. Ist sehr komisch. Und dann will ich mit denen hier noch reinchargen, aber das machen wir dann off-cam, falls ich den Charge erfolgreich schaffe. 9, ja, passt. So, die Jungs sind da drin. Jetzt wird geschlägert. Wir fangen mit den Bullgrins an. Die haben jeder 4 Attacken. 3 Leute sind dann mächtige 12 Attacken. Die treffen auf die 3. Ja. Oh ja. Haben Bock. Die haben echt Lust. Und dann Stärke 7 auf die 3. Ja. Oh ja, die haben immer noch Lust. Und das kommt mit minus 1 und 2 Schaden. Muss mit bestätigen dann machen. Das sind 4, 9 Stück. Passt, kann ich noch einfach so würfeln. Einfach für nur Pain bestätigen. Ja, bestätigen. Was heißt bestätigen? Das heißt, also kannst du weitermachen. Ja, bestätigen bedeutet, jeder muss ja 2 Stück schaffen. Und die, die alle schon eingefailt haben, dann ist es egal, ob sie den zweiten schaffen. Aber da, wo er den ersten geschafft hat, da rentiert es sich dann nochmal zu würfeln. Und wenn dann noch eine 5 kommt, kann man davon ausgehen, dass er die 2 mal 5 plus Feel No Pain geschafft hat. Was ja jetzt auch gerade der Fall war. Das heißt, den hat er gesaved. Und bei den anderen ist es völlig egal, was der zweite Wurf ergibt. Da sind sie tot, weil es dann einen Schaden gibt. Gut, das heißt, 8 Stück habe ich erschlagen. Wie sieht das dann aus? Hast du mir hier das Feld geleert, oder? Ja. Gut, du weißt, dass ich hier auch reinpeilen kann und da reinschlagen kann, ne? Versuch's. Vielleicht auch nicht, aber gut, schauen wir uns gleich an. So, die Jungs haben hier reingepeilt, dann wollen wir noch zuschlagen. Also ich habe zwar auf den keinen Charge angesagt, aber in der 10. geht das ja. Ich habe 6 Leute, die zuschlagen können und ich vermute einfach mal, es hat jeder nur eine Attacke. Warte mal, 7. Den kann ich noch da einstellen. 7 Attacken. Treffe, fast Kamera fallen gelassen. Treffe auf die mächtige 4. Der nicht. Und dann Stärke 3, Toughness 5 auf die 5 zum Wunden. Und dann haben sie 3-mal gewundet. 3er Rüster. Einer tot. Haben einen Plague Marine getötet. Aber jetzt musst du keinen Battleshock-Test machen, weil das ist ein Charaktermodell. Genau, also das ist ein Charaktermodell. Das Battleshock ist wieder weg. Und der ist gut. Und dann machen wir noch die Konsolidierung. Dann gehen wir noch da näher ran. Mit dem zweiten Modell basen wir. Der kam näher ran. Gut, das war dann die Runde vom Astra Militarum. Leider nicht so erfolgreich, wie ich mir das erhofft und erwünscht habe. Teleport, Peilsender platzieren, das wird wirklich unmöglich, solange die Mitte noch so von denen platziert ist. Ich werfe einen ab, kriege einen Command Point. Bei den Punkten vernichte es, werde ich behalten, weil wenn da noch was übrig ist vom Astra, habe ich zumindest noch die Chance, Morty vielleicht nochmal anzugehen. Der steht auf wie viele Lebenspunkten? 7. 7 Lebenspunkte, ja, über die, knapp die Hälfte. Gut, Punkte, keine weiteren gemacht. Damit ist jetzt der Stand 31 zu 35, also die Death Guard führen. Runde Nummer 4. Du sollst Schlachtlinien ausweiten. Das heißt, den Homebase-Marker und einen Marker im Spielfeld halten. Habe ich schon. Und Bastion verteidigen. Am Ende meiner Runde vom Astra muss der Marker in deinem Homebase immer noch unter deiner Kontrolle sein. Der ist sticky, ne? Ja. Da mit strategischer Reserve komme ich da halt nicht rein. Dann war's das, dann let's go. Ja, genau. Also, Typhus fängt beim Schießen an, praktisch mit seiner Fähigkeit, versucht er die Guardsmen. Okay, wer schießt? Typhus macht seine Fähigkeit auf die Guardsmen. Jawohl. Die 2 plus. Jawohl, für W6, für eine. Eine Movo, ne? Eine Movo, okay. Ein Poxwalker kommt wieder. Ah ja, stimmt. Hast du einen Battleshock-Test für ihn gemacht? Nee, tatsächlich muss ich das noch machen. Bestanden. Ja, 6. Das klingt nach Marines. Ein Mensch weg, ein untoter Mensch hinzu. Genau, so, dann waren die das schon. Der hat einen Fallback gemacht, der darf nicht. Musst du zuerst einen Battleshock-Test machen? Nee, ist ein einzelnes Modell, genau. So, das hat man ja gerade. Ja, so, genau. Dann schießen wir jetzt erst einmal. Ich überlege gerade, ob ich die Bullgrins angebe. Haben die einen 4er Retter? Die haben einen 4er Retter, minus 1 Damage und 6er Feel No Pain. Morty macht erstmal seinen Rodwind da rein. The Fart, ne? Rodwind. Genau. 6, weil W3 plus 3, genau. Hat der eigentlich Blast? Ich muss mal kurz gucken, ob er Blast. Ja, noch 2-mal Blast, genau. 2-mal noch dazu. So, dann habe ich 8, oder? Dann habe ich 8. Genau, noch einer. Hier. Was macht der? Stärke? Auf die erstmal auf das 2 und dann Stärke 7. Also du musst treffen, oder? Ja, ich muss treffen. Das ist kein Flamer. Ja, dann ist es ja kein Flamer. Aber hat Lethal Hits. Okay. Und hat jetzt Devastating Moves. Aber, und hat 1 Reroll für sich. Passt.
Dann haben wir so viel mit minus 2. Und Cover, oder? Ich denke schon. Ja, dann schaffe ich einen. Ja, Cover. Also ich habe meine ganze Einheit hat Cover, weil sie auf dem Marker steht. Deswegen habe ich jetzt auch nicht geschaut. Das sind aber 7 Tote. Wir flamen mit dem Chef da rein, mit allen anderen. Der Flamer mit seinem Doppelflamer. Ja, also der hier flamert in den, die flamen in den. Okay. Erstmal der Doppelflamer für 5 Schuss. Das sollte es gewesen sein. Contagion auf die E2 plus Anti-Infanterie. So viel mit minus 1, ignore cover. Ja, kein Problem, schon mal so viele Sechsen gesehen. Okay. Okay. Die anderen auf dem Panzer. 11, 15, 17. Die haben Stärke 3 an die Infanterie, oder? Also das geht wirklich nur auf die knallharte 6. Genau. Auch kein Durchschlag? Kein Durchschlag. Okay. Auf die 6, aber Full Reroll wegen dem Chef, der dabei ist. Dreimal. Dreimal, genau. Zweier Hose habe ich. Alles, okay. Passt. Mörser hier rein? Ja. Und dann der vielleicht? Weil der da hinten noch da mitmachen könnte. Ja, Entropie da rein und ja, der Kleinscheiß auch da rein, weil ich gerade sehe, dass ich das nicht. Okay. Ja. Also Entropie da rein. Jawohl. Ein Treffer. Nichts. Morty. Nix. Immer noch nichts. Der Kleinscheiß. Der Kleinscheiß. Keine Leaflets. Einmal. Einmal, zwei Hose. Ah, also eine Runde. Hat er noch 12, der Panzer. Okay, Mörser. Für 9 Schuss. 9 Schuss plus Blast, nochmal eine. Passt. Auf die 3. Ist gut. Wie viel Hits? Das, die bleiben die ganze Zeit an Morty dran, ne? Ja. Passt. Dann haben wir so viel mit minus 1, aber Cover. Ja, dann habe ich noch einen 5er. Schaffe ich 2. 2 Schaden. Sterben 5 Typen. Uha, uha. Wie viel habe ich da noch? Gar keinen mehr. Die sind wiped. Achso, da hinten oder hier gewiped. Ich hätte auf jeden Fall eine strategische Reserve wieder gebracht. Ja, ist okay. Eigentlich hier bei dem schon. 2 CPs weg. Das heißt, ich habe jetzt einen 20er-Trupp in der strategischen. Okay, gut. Dann ist er durch. Dann macht er weiter. Er schießt seine Entropie da rein. Er schießt alles da rein. Alles da rein. Alles da rein. Let's go. Kräftigste Waffe zuerst wahrscheinlich, also erstmal die Entropie kennen, oder? Ja. Level Hit. Passt. Okay. Ich hab minus 3. Habe ich Cover? Einer, ja. Let's go. Ist egal, ich habe 4er Rüstung. Ja, ich denke. Ich habe einen 4er Retter. 4er Retter. Nein, Damage. 4. 4 wird 3. Ist einer tot. Ah, nee, Phenopain. 6er Phenopain. Ist einer okay. tot. Einer Matsch. Okay, Mercer. Ja, genau, mach's mal weiter. Für. Noch einer. Zack, auf die 3. Ganz schlecht. Einmal Lethal Hit. Darf ich wiederholen den Morty? Zweimal minus 1. 4er Retter. Habe ich. Okay, passt. Und dann der Kleinscheiß. Kein Lethal Hit. Stärke, Toughness? 6. Ja. Okay. Passt, ist er durch. Ja, geil. Vielleicht sollte ich mir dir öfters mal überlegen, noch mehr reinzunehmen. Einer tot, aber das ist wichtig. So. Ja, einer ist tot. Und dann schießen wir auch nochmal alles in die Bullgrins, weil scheiß auf den Panzer. Okay. Ja, scheiß auf den Panzer. Wie viel OC hat dein Panzer? Der hat OC4. Ach komm, ey. Aber ich habe, naja, okay, aber auch 4 passt. Du hast auch 4. Ich überprüfe das nochmal, aber ich glaube, das war OC4. Ja, mach weiter. Und die Bullgrins haben OC1? Die haben wahrscheinlich OC1, ja. Das ist so deren Downside. Ja, die Bulgans haben OC1, das kann ich jetzt gerade nochmal bestätigen. Und der Panzer, der mächtige Panzer hat OC3. Also du hältst den sogar. Okay, dann schießen wir alles in den, in die rein. Okay, let's go. Erstmal. La Est Vasca, einmal. Zwei, einmal. 4er Retter habe ich. Quinn, trifft, wundet. 4er Retter. Habe ich auch. Okay. Ja, geil. Da ist er weg. Dann sind wir beim Chargen. Sind wir da, gehen wir da gleich durch. Die chargen da rein. Wenn es sein muss. Für Sie, Ben. Guten Tag. Gibt es noch weitere Charges? Ja.
Ja. Achso, ja, ich mach's erst durch. Ich mach's erst. Ja, genau. Das war eine 7. Genau. Typhus in die Bullgrins. Typhus in die Bullgrins. Ich nehme den vordersten natürlich raus, ne? Genau, den da. Hier ist eine 6. Ne, ist sogar eine 5. Ne, das kommen wir weit vor. Das ist eine 6. 6, ja. Eine 6. 6 reicht, okay. Manat. Und Mortarion wahrscheinlich. Ne, wir machen irgendwo. Erstmal hier den. Das müsste ein 10er sein. Okay. Mal gucken, wenn ich 9er werfe. Ah, ein 12. Nee, 12 gelegt. Heiler, nein, nee. So was Unheiliges kommt mir jetzt nicht da auf die Kamera. Echt eine 12 gewürfelt. Nee. Scheibe. Den Squad wollte ich eigentlich nicht, dass der irgendwas abbekommt. Also nur 2. Die regel ich im Nahkampf. Kein Problem. Komm jetzt hier, film drauf. Scheiße, das habe ich doch auf der Kamera. Schneide ich raus. Okay. Und dann Morty wahrscheinlich noch auf dem Panzer oder so. Morty auf dem Panzer, jawohl. Let's go. Sieht nach einer 5 oder 6 aus. Eine 6 sollte es auch sein. 6, oder? Ja. Okay, dann melden wir uns dann gleich in der Fight Phase wieder. Wo fängst du an? Bei dem Tor. Also, alles ist drin. Let's go. Wir fangen mit den Jungs hier an. Du nimmst wahrscheinlich den Sweep, oder? Das heißt, jeder 8 Attacken. 6 Attacken habe ich falsch gesagt. 6 Attacken. Habe ich nochmal nachgeschaut. Okay, ja. Gut. 6 Attacken, also 12 in Summe. Die Jungs treffen auf die 2, korrekt? Auf die 2, genau. Ich überlege gerade, was ich das an. Ja, überlebe ich auf jeden Fall, ich habe 15 Modelle. Ja, schon. Ne, alles gut. 2. Auf die 2. Da ist noch eine 1, noch eine 1. Sehr schön. 2, aber... Stärke? 6, oder was? 5, aber du hast minus 1 Toughness. Ah, das ist ja fies. Kein Durchschlag. Kein Durchschlag, das heißt, ich habe einen 5er Rüster. For the Emperor. Ah, der Perfekt hört aber nicht. Aber ich habe einen 6er Feel-No-Pain, weil ich einen Medic in dem Platoon habe. 6er Feel-No-Pain, der Medic, ach, der schläft gerade unter der Palme. 7 Tote. Ich glaube, dann will ich lieber nicht im Nahkampf sein, wenn sich das verhindern lässt. Müsste man nochmal gucken, aber dann würde ich hier 4, 5, 6, schau mal, wie viel Zoll das sind. Nee, ob es unter 4 ist, über 4? Über 4 ist es nicht. Ja, dann muss ich den noch rausnehmen, okay. Damit ich dann, dann sollte es passen, gell? Ich genau. Nicht ja. Halt mal meinen fest. Achso, ist ein bisschen schwierig. Ja, ist drüber. Ist drüber? Ja. Gut, dann wäre ich nicht im Nahkampf. Damit kannst du auch nicht konsolidieren, dann stehst du da hoffentlich so schön. Typhus? Sehr gut, dann kommt Typhus und seine Jungs. Ich habe keine CPs zum Interrupten. Der möchte jetzt da draufschlagen. Wer hat zuerst? Typhus. Die haben volle Lebenspunkte wahrscheinlich. Typhus, was bringt der für ein Profil mit? Stärke 8 minus 2 für 3. Naja, 6 Attacken. 6 Attacken, Stärke 8 minus 2, 3 Schaden. Okay, wir haben nochmal nachgeschaut. 5 Attacken minus Stärke? 9. Stärke 9 minus 2, 3 Schaden. Ja, nee, ich aktiviere nichts. Let's go! Er trifft leider alles und einer verwundet automatisch. Stärke 9, Toughness 6 auf die 3. Aua, aua, aua. Minus 2 für 3. Minus 2 ist ein 4er Retter. Jetzt müssen die Jungs was machen, sonst sind sie Matsch. 4er Retter. Der ist tot. So, 3 Schaden wird 2 Schaden. Das heißt, das hier sind 4. Für Feel No Pain. Dann stirbt der erste Bullgren. Und 3 Schaden wird 2 Schaden. 6er Feel No Pain. Der saved das komplett weg. Ja, einer ist tot. Einer hat noch volle Lebenspunkte. Dann kommt jetzt ein Poxwalker wieder, oder? Nee, nur durch die Fähigkeit. Nicht durch den Schlag selber. Nur sein Zauber. Nur sein Zauber. Ja, genau. Und wenn die Poxwalker selber was töten. Okay. Dann die Poxwalker liest. 5. Lethal Hits aber. Ja, geil. 2-mal. Kein Durchschlag. Habe ich mal einen 4er Rüster oder Retter? Ist egal. Feel no pain. Ja, sag mal, die kleinen Knöpfchen saugen mir da 2 Leben ab. Dann hat der noch einen da hinten. Machen wir gleich. Gut. Okay. Ist noch ein Bullgren. Was ist denn das für ein Display? Als wenn Bullgren da weglaufen würde. Der steht hier und schaut die an. So. Ja, dann machen wir die Jungs. Der Nahkampf da drüben jetzt. Ich aktiviere auch nichts, aber Heavy Sweep. Heavy, das heißt erstmal die 3 Normalos, oder? Die kommen genau, mit, die drei, mit 4 Attacken jeweils. 12 Attacken. Genau, treffen auf die 2. Vielleicht ist der eine Lebenspunkt sogar wichtig, weil es jetzt durch 2 teilbar ist. Aber nicht so, mein Freund. Keine Nein. Lethal Hits. Keine Lethal Hits und auch die 5. Oh. Kein, aber der war gut. 4-mal, minus 2, 2 Rüster, minus 2, die 4. Und dasselbe 2 weg, 4 Schaden, dann ist er runter auf 8. Und dann kommt noch der Lord of Virulence. Der hat eigentlich 5 Attacken, jetzt hat er 6 Attacken, weil er dieses Deadly Pantheon hat.
Oder was hat? Deadly Pentagon, dieses, die Verstärkung, die Enhancement. Ach, das Enhancement, okay. Ja, ja, genau. Er trifft wahrscheinlich auf die 2. Nein, auf die 3. Tatsächlich. Er trifft schlechter. Ja. Aber es bringt ihr nichts. Aber einmal Lethal Hit. Ja. Und dann hat er Stärke 9, bringt nichts. Auf die 5. Zweimal minus 2 für 2. Minus 2 für 2. Ja. Okay. Dann wieder 4er. Schaffe ich wieder einen. Das ist alles nochmal statistisch hier. Ja, aber 2 Lebenspunkte weg. Hat er noch 6. Dann ist er durch. Morty. Dann mache ich Sustained Hits an. Jawohl. Und dann hat er 5 Attacken und schlägt auf den Panzer. Auf die 2. Einer kommt dazu. Schade. Und auf die 3. Alle. Oh shit. Sugar. Minus 3 aber nur. Minus 3, ja, nur. Ich bin ja froh. Und der macht 4 Schaden flat, oder? 4 Schaden flat, ja. Das heißt, 3 dürfen durchgehen, ich muss 3 Fünfer schaffen. Ja. Aber ich hätte mir halt gehofft, dass du ein paar Fails hast. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Dann ist es das gewesen, gell? Genau. Ich mache Schlachtfeld ausweiten für 5. Jawohl. Und Bastion verteidigen noch. 25, 35, 45. Und jetzt machst du 5 Punkte, gell? Jetzt mache ich 5 Punkte, ja. 5 Punkte, dann bist du jetzt bei 50. Und dann machen wir jetzt noch die Runde Nummer 4 für Astra Militarum. Okay, Runde Nummer 4 Astra Militarum. Es steht nach Primary Scoring 36 zu 50. Das heißt, ich müsste 14 Punkte aus den Secondaries rausholen, um wieder aufschließen zu können. Danach sieht es nicht aus. Was will das High Command? Also erstes sagt es weiterhin, vernichte es, bring it down. Wir versuchen jetzt Morty final uns von ihm zu entledigen. Und als zweites feindliches Ziel stürmen. Ich muss einen Marker flippen. Ich habe einen Command Point, das heißt, wird ein bisschen spannend. Vor allem, weil auch die da hinten nochmal Druck machen. Die Idee ist die folgende. Ich bin mit den ganzen Panzern drin geblieben. Der da hinten ist Battleshocked. Das heißt, wenn der sich rauszieht, würde er eh kaputt gehen. Und der mit dem einen Lebenspunkt, ich habe halt Angst, Abwehrfeuer. Ich bleibe einfach mal drin, schieß. Krieg halt dann minus 1, wenn ich auf ihn schieße. Aber ich vermute mal, Alex hätte sowieso das minus 1 gezündet. Deswegen erspart sich halt ein CP. Aber ja, dann kann ich zumindest mit dem Panzer hier schießen. Ich muss einen Marker flippen, das heißt, das wird der hier sein, der Charge, da habe ich einen 9er Charge, muss dann einfach die Platte hier fluten. Das ist die Einheit, die wieder aus der Reserve kam. Und dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt hier läuft. Ziel ist, Mutarion zu töten, es auf den Marker zu schaffen. Das wären 10 Punkte, das wäre nochmal wichtig, um da nochmal eine Chance zu haben, vielleicht das Spiel noch drehen zu können. Gut, und dann gehen wir los in die Schussphase. Also wir fangen erstmal mit den Lullis an, die schießen da drauf. Alles, was sie haben. Ich habe denen ein AP mehr gegeben, statt First Rank Fire, Second Rank Fire. Dann reden wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Typen mit Lasergewehre, 6 Typen mit Lasergewehre. Das sind 12 Schuss und ein Multimelter. Erstmal die 12 Schuss hier. 6 Schuss Lasergewehre, 12 Schuss Lasergewehre treffen auf die 4. Die haben jetzt Liesel, deswegen bin ich stehen geblieben. Hat aber nicht so viel gebracht. Die 6 wahrscheinlich. Und dann auf die 6 gar nichts. Und dann haben wir noch einen Melter. Der will auch nicht. Okay. Habe ich mir einen Tacken geiler vorgestellt. Ja. Dieses 1 AP mehr einschalten, das ist nicht in dieser Runde, weil ich diesen 1 CP, den ich habe, brauche, um den 9er Charge dazu wiederholen. Denn das ist wichtig. Das sind 5 Victory Points. Das heißt, das muss mit Morty auch so klappen. Fangen wir mit dem ersten Panzer an. Der schießt alles, was er hat, in Mortarion rein. Ich krieg minus 1, weil ich in den Nahkampf reinschieße. Wir fangen mit der Laserkanone an. Ich treffe auf die 5. Ja, läuft. Und dann verwunde ich dich auf die Stärke 12, auf die 4. Ja, sehr gut. Oh yeah, wie 6 plus 1. Für 5. 7 Lebenspunkte hat Morty noch. Feel no pain, 2 werden gesaved, 3 gehen weg, 4 hat er noch. Ja. Dann kommt die Battle Cannon. 2 Schuss plus 3 macht 5 Schuss. Treffe auf 5. Die 5. Einer. Ich darf einzeln wiederholen. Ja. Das hilft doch. Dann ist einer automatisch verwundet und ein zweiter. Minus 1. Geht einer durch, 3 Schaden. Ja. Hat er noch 2 Lebenspunkte. Zwei. Und dann sind das noch 2x Heavy Bolter. Einzeln wiederholen. Ein Treffer und nichts. Gut, der erste Panzer ist durch.
noch zwei Lebenspunkte. Das heißt, den halte ich mir noch auf, weil der könnte hier reinschießen. Dann machen wir doch als nächstes erstmal die Guard-Jungs. Ja. Die habe ich da alle in Position gebracht, dass sie halt Morty sehen können. Wir haben zwei Melter und dann sind das halt noch 18 andere Typen. Zwei Melter, 16 andere Typen sind dann nochmal 32 Schuss Knarre. Ja, die zwei Melter kommen schon. Erstmal die zwei Melter treffen einmal, treffen beide, und aber müssen wunden. Pardon, erster nicht, zweiter nicht. Keine Ahnung, wo ich den Würfel jetzt hingeworfen habe. Dahinter. Ah, gut. Und dann sind das die anderen Knarren. Also alle farbigen Würfel sind 30. Muss ich einfach alle geben. Das sollte auch passen, da stimmt das eine oder andere nicht in der Reichweite. Auf die 6, auf die 6. Ich meine, auf die 4, auf die 6. Auf die 4. Schwupps. Komm, Laser machen jetzt. Getötet doch Laserkanonen. Lasergewehre. Das wäre eine Demütigung. Das machen wir nicht. Ja, auf jeden Fall ein moralischer Sieg hier, erstmal Morty wegbekommen zu haben. Und dann auf die 6. 1, 2, 3. Doppel 1 und keine Fiona Pants. Nein. Okay, dann war das so. Dann machen wir mit dem Panzer weiter, der sowieso im Nahkampf abgebunden ist. Da geht alles in Morty, bis auf die Blaskanone, die ich da nicht reinfeuern darf. Die geht einfach auf den hier vorne. Ja, okay. Weil attraktivere Ziele habe ich hier, glaube ich, nicht, die ich sehen könnte. Deswegen schießen wir da. Zuerst die Heavy Bolter. Man kriegt minus 1, aber ich krieg so oder so schon minus 1, weil ich halt gebracketed bin. Treffe auf die 5. Keine Einsen zum Wiederholen. Morty steht auf keinem Marker. Nichts. Dann kommt die Laserkanone. Nein. Die ist auch nicht. Ja gut, dann kommt die Battle Cannon. Was hier für leblose Würfel. Einsen wiederholen. Zweimal. Weil ich kriege ja minus 1 Hit. Ja, genau. Safe. Ja, natürlich. Gut, dann habe ich alles gefeuert. Dann bleibt nur noch der ganz dicke Oschi hier. Wie viel braucht man, um ein Mortarion kaputt zu machen? Weißt du, ich habe noch ein CP. Wenn ich den Charge hinten schaffe, könnte ich hier rein mit Tankshock. Ja. Könnte ich vielleicht noch was erreichen? Könntest du machen, ja. Ich mache mal die ganz dicke Wumme drauf. Ja. Hier geht nur der Pulverizer drauf. Der hat drei Schaden, oder? Der hat drei Schaden. Okay, dann mache ich trotzdem minus 1. Genau, ja. Gut. Also nur der Pulverizer geht in die. Ja, trotzdem. Weil wenn ich noch einen rausnehme, dann könnte der Squad das da drüben noch managen. Gut, dann erstmal der Pulverizer, weil es Spaß macht. B6 Schuss. Nee. Auf die 4. Bin stehen geblieben, der verwundet automatisch. Minus 3. 4 Retter. Ja. Do! Okay, dann let's go, Mr. Morty. Erstmal die ganz dicke Wumme. Ja. 4 plus 3 sind 7 Schuss. 7. Stärke. Erstmal treffen vielleicht. Auf die 4 plus. Yeah, diese ganzen Liesel Hits. Auf die 4 plus, auf die 5 plus. Bitte? 5 plus. Achso, oh, Mann. Ja. Nee, du hast recht. Ja. Wenn ich in den Nahkampf reinschieße, dann kriege ich auf... Oh Gott, war das traurig. Dann kommen die Multimelter. Das sind meine großen Hoffnungsträger. Ich brauche 6, Leute. Eine 6 und nichts sonst getroffen. 4 Räder. Oh, zählt nicht. Bitte. Da. Autocannon. Koaxial Autocannon. Die trifft auf die 4, weil die auch sonst auf die 3 trifft. Ein Liefel. Eine Wunde. Ah. 3 Schaden. Minus 1, 3 Schaden. Ja, komm. Nein! Das gibt's doch nicht, wenn alle died. Das habe ich noch, jetzt muss ich es echt. Okay. Die Odds sind doof, aber Glory-Faktor ist riesig, wenn es klappt. Oh ja, so, ja. Jetzt kommt nämlich das Kleingedöns, das geht in Mortarion rein, ohne Durchschlag. Das sind jetzt die ganzen Iron Hell. Stabas. So, ich brauche die ganzen Autowounds erstmal. Ja. Und der Rest dann auf die 5. Dann noch. Zweimal, dreimal. 6 noch zum Munden. Keinen mehr. Zweimal auf die 1. Scheiße. Ich habe doch noch irgendwo eine Knarre versteckt, die ich nicht gesehen habe. Ich glaube nicht, das war's also, jetzt. Pulverizer Can, das ist ein Multimelter. Nee, habe ich nichts mehr. Oh. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich hätte vielleicht... Gut. Dann muss ich hoffentlich den Charge da drüben schaffen, dass ich da einen Tankshock mache. Okay, dann Charge-Phase. Meine Yogis da hinten wollen da in Typhus rein. Ja. Nein. 7. Ich
könnte ihn ja auch immer noch so zerlegen im Nahkampf. Er könnte auch noch explodieren, wenn du auf den einen Typen schlägst. Also es sind noch ganz kleine Outs. Ja, ich muss die 5 Punkte holen, weil sonst ist das Spiel eh schon verloren. Ich muss jetzt den 9er Charge schaffen. Also CP? Ja, CP. Ah, ne, warte mal, ich kann ja gar so nicht. So kannst du nicht. Oh Mann, ey, stimmt, diese dumme Mission, ich darf ja gar nicht rerollen. Ja, dann sieht das echt schlecht aus. Aber dann komme ich jetzt mit dem dicken Panzer da reingecharged. Ja. 7. Ja, und dann okay. Mache ich den Tankshock. Stärke. Meine beste Toughness, Stärke, das muss man kurz nachgucken. Also bevor ich jetzt da reinfahre, 7 Mal, der hat nämlich Stärke 7. 7 Mal auf einer 5 Plus gibt es eine Mortal Wound. Ich bräuchte mindestens 2, wäre das ein Final Pain. 2. Jetzt wird spannend. Ja. Einen, das heißt, was? Explodiere ich? Ah, ob er explodiert. Nein. Mussten halt noch ein bisschen bewegen. Dann. Ja, ich schieb doch noch meinen Panzer dann dahin. Das ist deiner. Der fährt dann hier so rum. Schwupps. So steht der. Zumindest haben wir Morty jetzt gelegt. Da hätte ich eh keinen Reroll haben können. Und wieder vergessen, dass CPS 2 kosten. Ja, das habe ich aber auch nicht auf dem Schirm gehabt. Genau, das heißt aber, das hat nicht geklappt. Oh, oh, dann ist mein Bulgrin in Gefahr. Da darfst du auch zuerst zuschlagen. Schlag mal auf Mr. Bulgrin. Ich habe den CP habe ich geendet. Das ist für die, aber genau. Ja, du musst fast mit den Kleinen zuerst, weil die könnten einen wiederholen, ne? Ja. Machen wir erstmal die 2 Kleinen. Einmal Lethal Hit, aber kein Treff. Lethal Hit, verwundet, schaffe ich. Dann kommt Typhus. 5 Attacken. Lethal Hit. Alle. Stärke hat er wie viel? 9. Ja, 9, okay. Holy moly. Oder halt 8. 4 Renner. Ist egal. Ja. Geht durch. Der macht 3 Schaden flat, ne? Ja, zu 6. Dann sind das 4 Schaden. Ja, okay. Kann 400 Pain ist tot. Ja, passt. Gut, das war meine Runde. Ich score, vernichte es. Das gibt auch die vollen 5, wie viel score ich denn überhaupt? 2, dann 1. Das 1, sind die vollen 5 Punkte beim Mortal. 3, das sind volle 5 beim Mortal. Ja. Okay. 5 Punkte. Dann sind es hier 41 zu 50. Und wir gehen in die letzte Battle Round. Ja, ich mach da aber. Letzte Runde der Death Guard. Läutern, also mit bis zu 2 Einheiten. Ich mach's mit dem Crawler in der Mitte und mit denen da. Einfach eine Aktion sozusagen auf den Marker machen. Das sind dann 5 Punkte und an allen Fronten das gute Engage on all Fronts. Da muss ich sogar ein bisschen aufpassen. Da musst du 3 Zoll Abstand halten. Ja, das ist mir wichtiger, das passt schon. Das sind die Punkte wahrscheinlich wichtiger, als den Marker dann noch zu holen. Genau. Kannst aber so, den habe ich noch zum Bewegen. Da fahre ich ja mal noch davor. Weil genau, und da hinten bist du auch noch in Engage. Das heißt, du bist in 3 Vierteln. Ich bin in 3 Vierteln. Ja, das sind nochmal 3 Punkte. Genau. Und dann fange ich mit Typhus an, der macht seine Attacke. Jawohl. Auf die 3, jetzt W6 für 6 Tote. Und 6 neue Punkte. 6 Tote. Aber sehr schön, 6 neue Modelle einfach wieder hingezaubert. Der schießt Overcharge. Ich habe 2-mal seinen Hazard-Test gehackt. Das muss ich jetzt nochmal machen. Einmal nett, 2-mal nett. Weil die habe ich 2-mal nett gemacht. Okay. Und jetzt macht er nochmal Overcharge. Ja. Für 3. Für 4 plus Blast. Das sind auf jeden Fall nochmal 2, glaube ich. Auf die trifft automatisch, hat keinen 1er wiederholbar und hat 5-mal mit minus 2. Und Cover habe ich, oder? Cover, ja. Ja, 5 Tote. 5 Tote. Schwupps. Mal die vorne weg. So. Jawohl, okay. Der versucht sein Glück in den Einzelnen, indem er sein Mercer geht da rein, alles andere geht da rein. Okay. Genau. Entropy. 2-mal Lethal Hit. 2-mal Lethal Hit, das war jetzt in den Panzer. Ja, in den Panzer, davon, das Cover, weil ich den nicht komplett sehe. Okay. Habe ich aber beide gesehen. Kannst du auch, okay. Kein Problem. Helves Lager, nix. Und Mercer nach da hinten. Für 5. 5 und noch 2 und Blast 2 auf die 4, weil Motorin nicht mehr da ist und auf die 2 minus 1 kein Cover, doch Cover minus 1, habe ich noch einen 5er und dann habe ich einen 6er Final Pain, ich mache das auch mit bestätigen, weil es sind ja 2 Schaden, ja, sterben 3. Okay, passt. Die beiden da hinten Flamer rein für noch 3 Flamer für 10. Ja, auf die 4 plus. Ignore Cover, kein Durchschlag. 5er Rüster. Den habe ich. Dann muss ich aufpassen.
drei normale, 6er Fingerpain, immer noch ein normaler, dann ist er tot, dann kommt der Sunny selbst, der ist auch tot, dann steht noch ein Mann, der Platoon Commander. Okay. Gut, dann... Er schießt nicht, ich will da nicht noch einen weiteren machen. Das passt. Wir machen hier einen Charge rein, in beide. Jawohl. Passt. Ich mache hier Tankshock an. Okay. Ich glaube, ich habe 6 Würfel. Ja, würfel mal auf 6 reichen. Also nochmal genauer schauen. 1, 5, ja, reicht. Ja. Explodiert mein Panzer? Nö. Tankshock einfach umgenietet. Und dann, ja okay, jetzt habe ich kein CP mehr, aber gehe ich hier hin, auf die. Ja. Hab eine 8, sollte reichen. Das reicht, die Zombies wollen sich wieder vermehren. Und die rennen auf die zu. Mehr Charges gibt es ja nicht, oder? Nein, oder mehr Charges gibt es nicht. Da willst du wegen Engage wahrscheinlich nicht. Ja, ich will nicht wegen Engage, weil jetzt habe ich wahrscheinlich hier auch Engage. Okay. So, 40k-Generäle, was ist passiert? Die Zombies haben sich hier der Guards entledigt. Es sind 4 weitere dazugekommen. Und Typhus hat dann den Rest dann zerstört. Hier war ein Kampf, ein sehr ereignisloser Kampf. Die Jungs haben nicht reingecharged. Er hat im Tankshock noch, mit Tankshock noch den kaputt gemacht. Genau, mit Tankshock den einen noch kaputt gemacht. Aber da war die Kamera noch an. Und sonst ist halt nicht weiter was passiert. Ja. Punkte, volle 10 Punkte in den Secondaries. Plans also, habe ich gemacht, Engage. Genau. Dann sind das 88 Punkte, mehr werden es auch nicht mehr. Zu Beginn der Runde von Astra Militarum sind es 51, also ist immer mit inklusive der Bemalpunkte. Ja, das heißt, ich müsste, Maximum wären ja 25 Punkte, die man in einem Turn machen könnte. Die werde ich auch nicht mehr holen, also die Guards müssen sich in diesem Spiel geschlagen geben. Wir haben noch kurz die Mission angeschaut, hinter feindlichen Linien Signale untersuchen. Also es ist nichts, was wirklich beeindruckt und wo ich dann auch was groß scoren könnte. Und ich mache auch nur einen Marker, den ich bestenfalls halte. Also Guard ist auf so einen großen Widerstand gestoßen, dass sie sich dann entsprechend zurückziehen mussten und den Death Guard das Feld überlassen mussten. Deswegen Sieg für die Death Guard. Super, danke fürs Match, Malin. Ja, war so, gut, hat Spaß Alex, gemacht. Wie fandest du das? Ich fand's gut, tatsächlich. Man hat halt gemerkt, dass die Guard zwar viel schießt, aber mit ziemlich wenig AP. Ja. Und dann kommt halt ziemlich wenig rum. Sonst fand ich es eigentlich nicht schlecht. Ich fand meine Liste auch nicht schlecht. Nee, die war gut. Wie schon gesagt, 2 Crawler mit Morty. Die finde ich halt einfach gut. Die müssen aber auch zusammen mit. Also es sind keine Crawler mehr, die hinten stehen. Ja, und, weil halt dann die ganzen Modifiers durch das Indirekte ja, weggehen. Genau. Ne? Und dann halt auch noch mit der Kombination mit dem Lord of Virulence. Hey, ich krieg plus 1 Hit auf meine Blast Weapons und Ignore Cover auf meine Blast Weapons. Dann machen die schon Schaden, wenn sie sich nicht komplett verwürfeln wie in der ersten Runde. Und dann passt es schon. Die Nurglings fand ich gut, einfach nur, damit ich was habe für eine billige Einheit, entweder zum Screenen, mal auf dem Marker, mal irgendwas. Die haben jetzt nichts gemacht, aber einfach nur, dass du auch da hinten... Nee, die haben auf jeden Fall was nicht, gemacht, weil ich wäre vielleicht hier hinten genau. reingekommen und mache damit Move, dann irgendwann der Druck, da hinten drauf den Marker zu kommen. Aber das ist ja nicht, weil über strategische Reserve kommen ist halt so... Rapid Ingress fand ich ziemlich gut, dass die hier waren, weil die dann gleich hier Druck bauen auf konnten und dann hier gleich zum Home-Marker. Genau. Und dass sie den Beschuss aushalten, das habe ich jetzt einfach mal erwartet. Ich meine, das musst du auch manchmal machen. Und genau. Ignoriert Mortarien dann auch Modifiers auf Movement? Ja. Das heißt, du könntest, wenn du 6 Zoll zum Morty stehst, könntest du es ignorieren. Ja. Ich habe halt bewusst diese Basilisken nicht eingepackt, weil ich dachte, jo, der ist gerade eh langsam, machst du die noch minus 2 Movement, minus 2 Advance, minus 2 Charge, dann ja, aber deswegen wird das, nimmt man Mortarien wird das langweilig. Eh gut, ich kenne mich mit Astra noch nicht so gut aus, dass das Feingefühl fehlt, wie kriege ich die spannende Partie zusammen. Ich habe aber gemerkt, Astra hat wirklich auch ein Durchschlagproblem. Es gibt halt auch 1 Stratagem, damit kannst du das Durchschlag um 1 erhöhen. Ne? Ja. Und das war's, mehr ist dann nicht drin. Du kriegst fast immer Cover, Astra hat kaum was Cover ignoriert. AP1, AP2 durch die Bank weg reicht er da nicht, ja. Um da irgendwie gegen so eine Armee mit 2er Rüster was zu machen. Wenn mich ein bisschen beeindruckt hat, war jetzt nicht super episch, aber die Bullgrins, wenn man die vielleicht in größerer Masse spielt, die kosten 90 Punkte. Na gut, das sind auch 90 Punkte. Minus 1 Damage, 6er Final Pain, 4er Retter auf Toughness 6. Sie teilen halt nicht aus und haben nur Obsec 1. Sie sind also. Okay, ja. Also welcher Druck mir am besten gefallen hat, war tatsächlich hier, dieser Blob.
Ja, das, der war ganz cool. Das ist eigentlich, also, mal von allem abgesehen, das ist einfach ganz nett. Ich meine, ich hatte jetzt die richtigen Ziele mit Guardsmen, muss man auch immer sagen. Nee, aber die Entscheidung, die über die Ruinen laufen zu lassen, war halt gut, weil damit konntest du es halt dann oft verstecken und dann nur in dem Maße Leute verlieren, wie du sie auch wieder. Ja, wie es brauchen und wieder kommen. Darum geht es ja. Ich darf nicht alle verlieren, weil dann ist rum. Genau. Ja. Und mit seinem einen Schuss kann er auch mal einen Hellhound 4 Leben ziehen. Und ich habe halt auch zweimal eine 6 gewürfelt, muss man auch sagen. Dass ich dann in Summe sind, glaube ich, 20 Poxwalker nochmal wiedergekommen. Ja. In Summe, genau. Und ich meine, Plague Marines haben jetzt nicht so viel gemacht, aber sie waren halt da. musstest dich drum kümmern. Wir haben ein bisschen Feuer gezogen. Die haben wahrscheinlich auch Obsec 2, oder? Obsec 2, ja. Genau. Genau. Der Zauberer steht ja noch, die habe ich ja zumindest geschafft. Ja. Weil die haben nur einen Dreier-Rüster, das heißt, die kann ich angehen. Dreier-Rüster kann man noch, auch wenn es kein guter Schuss ist gegen Dreier-Rüster. Ja. Gut. Aber so war es so ein cooles Match. Genau. Was war der Endstand? Dann, ja, ich hätte noch ein bisschen was gescored. 6 Punkte, 56 zu 88. Nehmen das jetzt die Death Guard mit nach Hause. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Lasst uns ein Like da, gerne Kommentare, gerne kritische Kommentare, also konstruktive, kritische Kommentare. Ich saug das alles auf, versuche nur besser zu werden in der Zukunft. Also, Dankeschön. Danke Alex fürs Kommen. Danke, war cool. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal, was jetzt kommt. 7 Tage Regenwetter oder Fegefeuer, was man uns entgegenschmettert, wir wollen 40k erneuern. Neuer Stil, neue Vibe, Spaß an der Platte. Faires Spiel, was die anderen machen, ist uns Latte. Wir reisen durch das Land und vereinen alle Clubs, denn alles, was die Szene braucht, ist ein kleiner Schubs. Die Kings of the Hill, Südkurve im Rücken, hat wie eine Swings empor, wenn wir nach vorn müssen. Vielen Dank für die Likes, die Comments und Abos, für den Imperator, den Lion und Magus, für Gore und Morg, die Boys und Gaspo, für Junit, den Triumph, den Orden, der Bloodwurst für Kraken und One-Eye und Scarabus. 40k auf Deutsch mit uns der Startschuss. Wir liefern, was ihr braucht, was eure Sorgen. Kings of the Hill kommen nicht mit Warmisch.